So, wunderschönen guten Morgen zusammen. Wir beginnen mit unserer Fraktionssitzung und haben den Top Nummer 1. Björn guckt, wer alles so anwesend ist. Und wir haben Anträge auf... Ja, aber was ist mit dem Haaren passiert? Und mit dem fashion neuen Haarschnitt. Wir begrüßen... Hast du da einen Zoom? Ich glaube, das geht Richtung Irro. Er ist kurz davor. Ist das diese Vokuhila? Vorne kurz und hinten lang. Können wir das rechts und links so, das nicht das hier? So, jetzt habt... Okay. Wir sind trotzdem noch abstimmungsfähig, ist okay, Daniel. Wir haben Anträge auf nicht öffentliche Teile, und zwar der erste von Joachim und Oliver zu Personalfragen, dann einen von Frank zu Personalfragen, dann einen zu Pur von Birgit und einen zum diesem komischen System. Beantragt von Daniel, da musst du wahrscheinlich dann doch noch mal ran. Gibt es Bedenken oder Fragen zu einem dieser Anträge zu nicht öffentlichen Teilen? Okay, das ist Moni und dann Dietmar. Ich habe nur die Frage, ob da gestern irgendwie eine Info über die Mailingliste gegangen ist. Ich habe nämlich nichts gesehen, also zu Personalfragen. Also ich habe keine Mails mehr gekriegt. Dietmar? Nee, keine Frage. Bedenken. Hatte ich angemeldet auf der Mailingliste, da ging eine Mail rum, irgendwie so gegen eins, halb eins oder so, bezüglich des nicht öffentlichen Teils, den Frank haben wollte, mit Abstimmungsvorlage sogar. Und ich habe dazu ja ausgeführt, dass ich der Auffassung bin, dass wir es heute nicht besprechen sollten, jedenfalls nicht, bevor nicht das Referententableau steht und bestimmte auch rechtliche Vorfragen geklärt sind. Frank? Ja, ich würde den Teil auf jeden Fall besprechen wollen. Ob wir da irgendwelche Beschlüsse fassen oder was wir da inhaltlich besprechen, ist dann nachher Sache des nicht öffentlichen Teils, denke ich mal. Moni. Und was es da überhaupt geht. Ich sehe das gerade. Die Mails bekommen um 2 und 6. Nicht meins. Nee. Ja, wenn die von Frank waren, 0 oder irgendwas. Ja, das geht ja hier auch immer noch was um Frank und dann Daniel. Entschuldigung, worum geht es? Ich habe einen nicht öffentlichen Teil beantragt und denke, dass es Dinge sind, die im nicht öffentlichen Teil besprochen werden sollen, weil es um Personalfragen geht. Und ich habe vorab eine Meldung geschickt. Genau. Wir können das auch, ich kann das auch ohne Meldung besprechen. Also das ist für mich okay, aber ich sag mal, wir hatten ja eigentlich abgemacht, dass ein Nachmittag vorher eben eine ganz kurze Info kommt, dass sich jeder dann eben weiß, worum es geht. Das fände ich einfach schön, möchte ich einfach gesagt haben. Gut, dann wäre jetzt aber trotzdem eigentlich Daniel dran. Ich wollte eigentlich nur Frank dabei pflichten. Also hier gibt es auch gerade gar keine Informationen zu verschicken oder irgendwie sowas im Vorfeld. Der hat das angemeldet, relativ kurz und knapp, aber theoretisch mit dem Vorwissen, was wir auch zu dieser Thematik haben, um die es da geht, könnte er auch jetzt einfach sagen, wir machen das, ich würde das gerne im nicht öffentlichen Teil besprechen. Wie weit wir damit dann umgehen im nicht öffentlichen Teil, ist ja dann nochmal eine ganz andere Sache. Dietmar hat dazu was geschrieben, aber wir sollten den Teil auf jeden Fall machen. Okay, ich sehe keine weiteren Wortmeldungen. Ich würde trotzdem versuchen, das im Block abzustimmen. Hat jemand was dagegen, dass wir diese nicht öffentlichen Teile besprechen? Es hat keiner was dagegen, dann machen wir den nicht öffentlichen Teil wie immer nach der Pause um 11.45 Uhr mit allen 4 Punkten. Gut, dann kommen wir jetzt zu Top Nummer 2, Bericht des Vorstandes, und es beginnt wie immer der Ingo. Schönen guten Morgen. Wir hatten einen ganz kurzen Rückblick vielleicht auf letzte Woche, da hatten wir ja unsere Zombie-PK, nenne ich sie jetzt mal liebevoll,
Aus unserer meiner Sicht war das eine sehr erfolgreiche Pressekonferenz. Die Medien waren sehr zahlreich vertreten und anschließend haben sie auch sehr fleißig über unsere Themen von Token und Spamfilter haben wir nochmal ausgegraben und auch die Zombie-Bügeleisen berichtet. Insofern, glaube ich, haben wir uns da ganz gut verkauft und auch die inhaltlich sind die Zeitungsartikel ja und auch die Fernsehberichte durchaus positiv. Ich finde es jetzt sehr spannend, wie es da weitergeht, vor allen Dingen wie Landtagsverwaltung und Landesregierung da sich entsprechend positionieren. Aber ich denke, da werden wir ja auch noch im Rahmen des Plenums dann drauf zu sprechen kommen. Ja, apropos Plenum, wir werden heute Nachmittag die Plenarübersicht rausschicken. Ich werde gleich die entsprechenden Statements und Texte, die wir vorbereitet haben, traditionell ausdrucken und papiergebunden euch auf die Plätze legen mit der Bitte um zeitnahes Feedback, am liebsten noch während der Fraktionssitzung, sodass wir dann spätestens um 13 Uhr, 13.30 Uhr das entsprechend rausschicken können. Wir haben gestern im Vorstand besprochen, dass wir auch nach wie vor mit Fotografen während den Plenarsitzungen zusammenarbeiten wollen, allerdings auf einem sehr reduzierten Niveau, dadurch, dass jetzt unsere Fotodatenbank doch sehr gut gefüllt ist. Wobei ich aber auch gesagt hatte, wenn wir jetzt gar nicht mehr mit Fotografen zusammenarbeiten, werden wir spätestens in einem halben Jahr nur noch veraltete Fotos haben. Und von daher hat der Vorstand beschlossen, einmal pro Quartal einen Fotografen zu bestellen, um dann halt eben, ich sag mal, so ein Grundrauschen an aktuellen Fotos zu haben. Das werde ich mit den Fotografen dann nochmal terminlich entsprechend abstimmen. Dann kam im Vorstand der Wunsch auf, nochmal grundsätzlich Gedanken über das Konzept der Piratenstunde zu machen. Das werden wir jetzt nach der Plenarphase mal in Angriff nehmen. Als kurzfristige Lösung haben wir in der Menüstruktur auf unserer Homepage die Piratenstunden etwas prominenter eingebunden. In der Rubrik Multimedia findet ihr jetzt eine Übersicht von Piratenstunden. Wenn man da drauf geht, findet man sämtliche, fast alle Mitschnitte aus den Piratenstunden. Wir werden aber uns nochmal, wie gesagt, grundsätzlich auch vielleicht in dieser Arbeitsgruppe der PR-Optimierung nochmal Gedanken über dieses Konzept machen und mal schauen, ob wir das vielleicht etwas modernisieren können. Ansonsten hatten wir gestern Abend die Vernissage. Auch da war die Pressestelle dann doch bei der Vorbereitung nochmal kurzfristig eingebunden worden. Gestern Abend aus meiner Sicht war auch soweit insofern erfolgreich, dass doch sehr viele Leute da waren. Verschiedene Journalisten waren ja auch anwesend, respektive am Nachmittag schon da und haben Interviews aufgezeichnet und gemacht mit Lukas. Also da wird, ich denke mal, wenn noch nicht heute, dann liegt es am Grund, an der Drucklegung, aber vielleicht dann morgen noch entsprechende Artikel generiert werden. Fertig. Vielen Dank, Ingo. Dann macht jetzt Nico weiter mit dem Bericht des Vorstands. Ja, sehr gerne. Da war natürlich auch das, was Ingo gerade berichtet hat, Gegenstand der Besprechungen, hat einen guten Teil der Sitzung eingenommen. Darüber hinaus waren wir mit der aktuellen Stunde befasst, oder Frage aktuelle Stunde Eilantrag. Da wurde ausgiebig darüber diskutiert. Da war das Thema Ukraine, ob und wie wir damit verfahren, und haben uns dann dazu, wie ihr jetzt ja alle wisst, dazu entschlossen, das Thema Snowden auf die Tagesordnung zu bringen und haben dazu dann noch einen Antrag verfasst und eingereicht, der es dann für den Donnerstag auf die Tagesordnung gebracht hat. Wie ich finde, ein sehr, sehr schöner Slot, weil wir am Mittwoch noch die Fragestunde haben und dann können wir sozusagen am Donnerstagmorgen dann nochmal mit dem Bereich IT-Sicherheit nochmal nachlegen an der Stelle. Dann ging es noch weiter um Orga-Fragen. Eine Bitte vom Vorstand: Wenn ihr Anträge habt, auch Anträge zur Tagesordnung, was ihr hier besprochen haben möchtet, dann nutzt bitte die E-Mail-Adresse antrag@piratenfraktion.nrw.de. Das hat organisatorischen Hintergrund, wer auf E-Mails zugreifen kann, wer benachrichtigt wird und so weiter. So ist sichergestellt, dass es den richtigen Empfängerkreis erreicht. Zur Fotosession, also zum Thema Fotos, noch eine Information und Nachfrage von mir an euch. Ingo hat es angesprochen, wir werden also weiterhin uns um aktuelle Fotos von uns bemühen, nicht mehr in der Menge wie bislang, aber eben
Wir wollen weiterhin aktuelle Fotos haben. Die Frage ist, ob wir nochmal im Plenum fotografieren können, aus einem etwas günstigeren Blickwinkel. Da werde ich mich nochmal bemühen, eine Erlaubnis zu bekommen, dort Fotoaufnahmen machen zu können. Jetziger Stand ist, das geht nicht. Finde ich eine interessante Aussage. Ich werde nochmal nachhören, wo da die Gründe liegen und ob man da Hindernisse aus dem Weg räumen kann eventuell. Und dann ist von mir nochmal die explizite Nachfrage in die gesamte Runde an alle MDLs. Ich hätte mal gern ein Meinungsbild, ein Handzeichen von euch, wer mit seinem aktuellen Bild auf der Homepage, das ist ja auch schon was älter jetzt, diese Bilderserie, wer findet die total gut und möchte die so beibehalten? Ja. Ich kann auch nicht, war mir jetzt nicht, das nicht bewusst, soll ich nicht öffentlichen Teil. Also die Frage ist, weil manche halt ich zum Beispiel... Michelle, machen wir das heute. Also du kannst jetzt mein bei dem Meinungsbild jetzt sehen, dass ich zum Beispiel nicht aufzeigen werde, weil ich das Foto jetzt nicht optimal getroffen finde. Und es gibt andere, die sagen, man könnte so auch ein ganz anderes Setting da nehmen und präferieren, eine andere Aufmachung. Und da gibt es halt unterschiedliche Ansichten. Ich wollte jetzt einfach mal von jedem hier ein Meinungsbild haben. Möchte er da eventuell was ändern oder soll es so bleiben, genau mit dem Foto, wie es ist? Das war der Hintergrund der Frage, mehr will ich gar nicht. Kannst du das doch mal eindeutig formulieren? Wer möchte das Foto, so wie es auf der Webseite ist, beibehalten von sich? Okay, dankeschön, das war's schon. Und, ja? Ingo? Soll ich jetzt ein neues Fotoshooting organisieren, ja oder nein? Wir nehmen das erstmal so, ich höre es mit, also ein paar waren sehr damit zufrieden. Ein überwiegender Teil hat es nicht aufgezeigt, wie ich das gesehen habe. 6 habe ich gezählt, die aufgezeigt haben. Ich habe 6 gezählt, die aufgezeigt hatten. Und dann können wir ja nochmal gucken, wie wir mit der Information umgehen. Dann gucken wir. Gut. Eine Rückfrage von Dietmar? Ein Arbeitsauftrag. Wir hatten ja zuletzt diese Wikipedia-Geschichte und auch hier im Hause sind, also die Fotos, die da gemacht worden sind, sind ja auch von allen so mehr oder weniger für Wikipedia, wenn es denn da reingestellt worden ist, so abgesegnet worden. Vielleicht besteht ja die Möglichkeit, da mit denen mal zu telefonieren oder mit denen mal einen Schriftwechsel kurz zu machen, ob, falls dann individuell gewünscht, dass... Ja, du musst natürlich die Lizenzrechte musst du dann in dem Foto auch mit veröffentlichen auf unserer Homepage und das oder unter dem Foto. Und dann, also wenn man das machen kann, ich wäre zum Beispiel, was mich angeht, fände das in Ordnung. Ich wollte jetzt keine Diskussion um die Webseite und die Fotos anstoßen. Ich wollte das nur mal eben abfragen, wie überhaupt die Stimmung in der Fraktion ist. So, und dann denke ich, können wir das zu gegebener Zeit dann an richtiger Stelle dann nochmal diskutieren. Dann war noch als letzter Punkt in der Diskussion im Vorstand halt, wie im Bereich Orga weiter vorgegangen wird. Da hatte ich ja schon an verschiedenen Stellen geäußert, dass ich mir durchaus vorstellen kann, da jetzt aktiv zu werden und dort auch externe Hilfe in Anspruch zu nehmen. Jetzt ist es aber so, dass ich es nicht für sinnvoll halte, die Diskussion zu führen, ohne dass dort eine genaue Aufgabenbeschreibung vorliegt, weil es, glaube ich, unterschiedliche Vorstellungen darüber gibt. Und damit da keine falschen Vorstellungen entstehen, würde ich die Diskussion gerne weiterführen, wenn eine entsprechende, ich sag mal, Aufgabenbeschreibung vorliegt. Und dann würde ich dann an der Stelle wieder einsetzen in der Diskussion. Aber das ist zumindest angesprochen. Ich habe es auf dem Schirm und möchte da auch relativ zügig an der Stelle weitermachen. Aber ich bin im Moment noch nicht da, dass wir eine vernünftige Diskussionsgrundlage haben. Die wird dann, ich hoffe, man weiß jetzt nicht, wie die Plenartage, wie viel Zeit da bleibt, hoffe bis zur nächsten Fraktionssitzung dann vorliegen. Das wäre es im Moment von der Seite des Vorstands. Okay, danke.
Dann haben wir den Top Nummer 3, den hat der Oliver da noch reingequetscht. Vielleicht möchtest du deinen Hinweis persönlich geben. Gut, das ist eigentlich nur ein Hinweis. Und zwar ist ein Hinweis darauf, dass wir eine Dienstverpflichtung ausgesprochen haben für die Referenten, für die Referentenklausur am 3. Februar. Ich hoffe, dass jeder Bescheid weiß, ansonsten nochmal hier. Am 3. Februar, das ist also der Montag nach der Plenarwoche, werden die Referenten auf eine Referentenklausur gehen und nicht in diesem Haus sein, absichtlich, damit sie nicht in ihr Büro gehen können und damit sie völlig ungestört sind und auch nicht zurückgehalten werden von MDLs, gibt es eine Dienstverpflichtung, damit ihr Abgeordneten einen ungestörten Arbeitstag habt und auch nicht daran denken müsst, die MDLs, die Referenten anzurufen. Und das Gleiche gilt im Wesentlichen auch für die Pressestelle, weil Ingo dann auch da sein wird. Und nur in Notfällen werden wir dann versuchen, dort jemanden zu erreichen, wenn wir was ganz, ganz Wichtiges haben. Ansonsten lassen wir das. Und soweit ich jetzt davon ausgehe, ist der Nico dann auch dort richtig als Beobachter. Ansonsten, das müssen wir dann sonst noch mal klären. Gut, da als Info, dass ihr den Montag entsprechend plant, dass ihr dort schöne allein arbeiten könnt. Nico? Ja, nur damit jetzt keine Missverständnisse auftreten, also von meiner Seite war das nicht geplant, auch nicht intendiert, dass ich an der Runde teilnehme und möchte jetzt auch keinen verschrecken oder so. Also ich plane nicht daran, teilzunehmen. Wunderbar, dann kommen wir zu Top 4, die Umlaufbeschlüsse. Wir haben keinen nicht eindeutig abgestimmten Umlaufbeschluss, dafür haben wir aber 4 eindeutig abgestimmte, geschlossene Umlaufbeschlüsse. Die werde ich jetzt nicht alle vorlesen, das könnt ihr selbst, liegen ja im Pad vor. Vielen Dank auch Oliver da fürs Reinschmeißen. Dann kommen wir jetzt zu Top Nummer 4. War da jetzt auch der Umlaufbeschluss zu der Protokollveröffentlichung dabei? In dem Top? Das ist der erste und der ist seit gestern Nacht endlich einstimmig da. Ja, wenn die Enthaltung ein Ja macht, meinetwegen ist, dann ist es einstimmig. Also Enthaltung ist da sehe ich tatsächlich das Problem. Also wir haben ja darüber diskutiert und das wäre nett, also wenn diejenigen können das ja hier in der Sitzung. Hallo, habe ich das Wort? Ja, du hast das Wort. Dankeschön. Diejenigen, die jetzt mit Enthaltungen gestimmt haben, aber jetzt sozusagen hier erklären, dass sie einer Veröffentlichung zustimmen möchten, können das ja sozusagen hier nochmal klarstellen, dann wäre das für mich auch klar. Aber es ist auch, sage ich mal, Sinn unserer Verabredung und der darauffolgenden Diskussion, dass wir gesagt haben, wir brauchen von jedem die Zustimmung zu dieser Veröffentlichung und da reicht mir jetzt persönlich eine Enthaltung nicht, ja. Und wenn das auch gar nicht gewollt ist, sondern die Enthaltungen gestimmt haben, eigentlich sagen wollten, ja, veröffentlicht das bitte, ist für mich auch in Ordnung, dann können Sie das hier an der Stelle klarstellen und dann wird das auch so weiter seinen Gang nehmen. Aber jetzt einfach mit den 2 Enthaltungen möchte ich so, ohne dass wir das klargestellt haben, nicht weiter operieren und möchte es dann auch nicht veröffentlichen. Dietmar, dann Tose und dann Daniel. Wie Nico. Also. Dann Tose bitte. Ich finde die Übersicht auch sehr schön. Mich würde noch freuen, für mich einfach, wenn die Links zu den Umlaufbeschlüssen auch wieder da drunter wären, dann kann man das einfach mal eben anklicken. Das geht dann schneller, wenn das an einer Stelle erledigt ist. Das ist auch für denjenigen, der jetzt von außen drauf schaut, einfacher nachzuvollziehen. Nur als Anregung. Daniel? Ja, ich weiß jetzt nicht, wer noch fehlt, aber nur um das Missverständnis aufzuklären, wir haben es hier nicht mit einer Abstimmung im eigentlichen Sinne zu tun, sondern mit einer Einholung der Zustimmung von jedem Einzelnen. Das hat eben mit Persönlichkeitsrechten zu tun, da braucht man eine explizite Einwilligung, da reicht eine Enthaltung nicht. Also nur um das Missverständnis jetzt hier, das möglicherweise besteht, aufzuklären. Also jeder Einzelne muss seine Zustimmung geben und diese ausdrücklich. Also gut, ich wiederhole nicht. Daniel, der andere?
Ja, herzlichen Dank. Also wir können jetzt alle hier ganz viel rumblubbern. Fakt ist, wir haben eine Enthaltung da drin. Hallo Dirk, wunderschönen guten Morgen. Könntest du dir vorstellen, die Enthaltung eventuell zu einem Dafür umzuwandeln? Dirk? Zwei? Na gut, also wie auch immer, ich hatte in der Fraktionssitzung, ich glaube, es war nicht öffentlich Teil, mich bereits detailliert dazu geäußert, warum ich mich enthalte. Ich hatte auch gesagt, dass ich mich deswegen enthalte und nicht dagegen stimme, um halt einer Veröffentlichung nicht im Wege zu stehen. Deswegen sage ich jetzt, ich bin nicht gegen eine Veröffentlichung. Ich werde die Enthaltung aber nicht ändern, das ist dann euer Problem. Michel? Ja, wie ich ja schon auf der Mailingliste geschrieben habe, macht Enthaltung bei einer solchen Abfrage, der Daniel hat es ja gerade charakterisiert, halt wenig Sinn. Es gibt eigentlich nur Ja oder Nein und eine Enthaltung ist in dem Fall als Nein zu werten und damit haben wir... Darf ich da ein bisschen zuhören? Ich warte eigentlich auch darauf, dass mir der Daniel zuhört, aber. Der Fraktionsvorsitzende. Ja, der jetzt genau das Gegenteil von dem gesagt hat, was anscheinend Captain Obvious ist. Also, die diskutieren das noch aus. Wollt ihr uns an der Diskussion teilhaben lassen oder wollt ihr rausgehen? Daniel? Im persönlichen, also eine implizite Zustimmung reicht nicht, es muss eine explizite sein, das ist das Problem. Und wenn du sagst, es ist mir egal, Schweigen ist in dem Falle eben definitiv keine Zustimmung, sondern um persönliche Daten veröffentlichen zu lassen von jemand anders, dann braucht der jemand anders eine explizite Zustimmung dazu. Das ist, das hat auch mit dem Datenschutzrecht und so Sachen zu tun, das geht implizit nicht. Deine Wort. Also erstmal hat Dirk ja klar gesagt, dass er nicht dagegen ist. Das ist jetzt, kann man vielleicht auch als explizite Zustimmung bewerten. Zum Zweiten finde ich, dass diese Daten, die da auf diesen Fotos sind, gar nicht so persönlich personenbezogen sind. Es geht um die Fotos, es geht um den Text darunter. Ach so. Ja, ist der denn so personenbezogen, dass man sagen kann, also sind wirklich Persönlichkeitsrechte betroffen? Wird da jemand wörtlich zitiert? Hallo? Ey Leute, so geht's nicht. Ey! Wird da jemand wörtlich zitiert? Ist das wirklich so personenbezogenen Daten kritisch oder ja, reicht diese Aussage von Dirk nicht eigentlich aus in dem Fall? Ich weiß nicht, ob wir das, scheinbar müssen wir das jetzt diskutieren. Joachim oder Michel? Nach meiner Auffassung ist das Problem ganz einfach. Wir haben ein Abstimmungstool, zweckentfremdet zu einem Zustimmungstool. Und der Dirk hat es behandelt wie ein Abstimmungstool, das wäre formal richtig. Im Prinzip. Aber da wir jetzt alle gesagt haben, wir sehen das als Zustimmungsentscheidung, ist es für dich kein Problem, deine Enthaltung in dafür zu ändern. Dann können wir vielleicht in das Protokoll, in den Beschluss auch noch reinschreiben, dass dies eine Zustimmungsgeschichte gewesen ist. Du hast ja zugestimmt. Problem verstanden? Ist das Problem verstanden? Du hast gesagt, du hast nichts gegen eine Veröffentlichung. Olaf, wolltest du noch was sagen? Das war jetzt genau die Frage. Die Frage wäre nämlich, ist nämlich jetzt genau, wir brauchen das gar nicht entscheiden, das entscheidet der Dirk. Und die Frage wäre jetzt gewesen, ist es in Ordnung, wenn wir das jetzt veröffentlichen? Daniel? So, ich habe das jetzt folgendermaßen verstanden. Er stimmt ihm zwar explizit nicht zu, aber hat uns gegenüber erklärt, dass er auf diese Rechte verzichtet. So sehe ich das. Insofern können wir es jetzt veröffentlichen. Ja. Wir wissen ja, wie schnell du mit dieser Pistole bist. Also ich würde jetzt mal Daniels Meinung folgen und... Jetzt haben wir damit so. Können wir das veröffentlichen und wir können das Thema Umlaufbeschluss jetzt auch verlassen, denke ich. Wenn jetzt ja, super. Weil dann kommen wir nämlich zu unserem Top Nummer 5, Plenarpad und Rednerliste. Das sah ja schon relativ gut gefüllt aus. Wir können noch einmal kurz durchgehen.
ja, wir sollten alles durchgehen. Ja. Schritt für Schritt. Wir haben als erstes Top 1 Nachwahl von Schriftführern des Landtags Nordrhein-Westfalen. Da haben wir uns ja auf zwei Kandidaten geeinigt. Wir kommen dann zur Oliver. Aktuellen Stunde, dachte ich, sagst du noch. Da haben wir bisher nur einen Redner. Ne? Wir haben da allerdings zwei. Aktuelle Stunde sind immer zwei. Egal, willst du zweimal reden? Okay. Also, nee, ich bitten, ja, ich wollte doch gerade zu Top 2 kommen, Oliver. Ja, ich wollte mich morgen. Kommt nach Top 1 immer so. Genau. Also wir haben bis jetzt nur Kai. Wie sieht's aus? Zweiter Redner ist Dannebott. Ja. Bitte. Ah ja, steht auch schon drin, wunderbar. Dann kommen wir zu Top Nummer 3, Gesetz zur Weiterentwicklung des Berufskollegs in NRW und zur Änderung schulgesetzlicher Vorschriften, 10. Schulrechtsänderungsgesetz. Ist doch Aktuelle Stunde. Ach so, Entschuldigung. Entschuldigung, natürlich in Verbindung mit dem Antrag der FDP. Was ist die Abstimmungsempfehlung, Kai oder Dannebott? Bitte? Abstimmungsempfehlung ist Ablehnung, Björn. Danke. Top 3 habe ich gerade vorgelesen. Dietmar. Top 3 habe ich gerade vorgelesen, Weiterentwicklung des Berufskollegs. Das ist ein Antrag von SPD, CDU, Bündnis 90, die Grünen. Unsere Rednerin ist Moni. Monika hat in Zukunft in der Monika reingeschrieben. Okay. Abstimmungsempfehlung ist Zustimmung zur Ausschussüberweisung. Punkt 4, Situation der Polizei und Kriminalitätsbekämpfung in NRW. Unser Redner ist Dirk. Das ist die große Anfrage, okay? Also gibt es auch keine Abstimmungsempfehlung. Dann Top 5, vorzeitige Überprüfung des Gesetzes zum Ausbau von Energieleitungen. Redner ist Kai. Abstimmungsempfehlung, Zustimmung zur Ausschussüberweisung. Top 6, Gesetz zur Vorlage einer verbindlichen Finanzplanung bis 2020. Antrag der CDU. Unser Redner ist Dietmar. Abstimmungsempfehlung, Zustimmung zur Ausschussüberweisung. Top 7, Fußball vor Gewalt schützen, Straftäter endlich wirksam ausschließen. Ein Antrag der FDP, unser Redner ist Frank und die Zustimmung zur Ausschussüberweisung. Dazu gibt es den Entschließungsantrag der Piraten. Ja, wie sollen wir denn da abstimmen? Zustimmung zur Ausschussüberweisung. Top 8, Fairplay bei internationalen Daniel? Mm. Ich habe einen vollen Mund, aber das macht ja eigentlich auch nichts. Mhm. Dann fragen. Wir müssten ja diesen Entschließungsantrag noch beschließen, quasi. Ja, praktisch wäre total toll, wenn wir das jetzt machen würden. Wir können das aber auch später machen. Also wir sind ja noch ein bisschen hier. Nur bitte. Dann der Frank. Der nächste Tagesordnungspunkt in der Tagesordnung, da geht es um die Entschließungsanträge. Also, da ist der auch dabei. Was okay. Total Sinn macht, ne? Ja, macht Sinn, wenn wir jetzt gerade drüber reden, können wir das später beschließen. Können wir umgedreht machen, aber es steht jetzt so in der Tagesordnung. Egal, ich löse mich nicht auf und fahre. Gut, dann machen wir das vorbehaltlich, dass dann irgendeiner nicht abgestimmt wird. Machen wir aber jetzt schon mal die Abstimmungsempfehlung weiter, dass wir weiterkommen. Top 9, die Demokratie verteidigt, erst Fairplay bei internationalen Großveranstaltungen, Antrag von SPD, Bündnis 90, die Grünen. Unser Redner ist Daniel. Und die Abstimmungsempfehlung? Ja, es wird eine Zustimmung sein. Top 9. Top 9. Die Demokratie verteidigen im digitalen Zeitalter. Aufruf der Schriftsteller anerkennen. Das ist unser Antrag. Es gibt einen Änderungsantrag von SPD, Grünen und Piraten. Daniel, bitte. Und zwar, das hatte ich gestern Nachmittag rumgemailt, das hat sich gestern Nachmittag ergeben, haben wir eine Anfrage seitens der SPD bekommen, ob die sich vorstellen könnten, eine Änderung
zu übernehmen, also oder ob wir uns vorstellen könnten, eine Änderung in diesen Antrag zu übernehmen, und dann würden Sie diesem zustimmen. Die Änderung, die habe ich rumgeschickt, kurz gesagt, das bezieht sich ausschließlich auf den Beschlussteil. Da gab es drei Spiegelstriche. Der erste bleibt unverändert, der zweite wird geändert in eine Formulierung, die ich persönlich sogar als schöner empfinde als die, die wir selbst gehabt haben. Und der dritte wird gestrichen, wobei ich die Streichung des dritten ebenfalls nachvollziehen kann. Ich finde es eigentlich eine sehr schöne Sache, wenn wir da einen gemeinsamen Antrag dann hinbekommen, was natürlich de facto heißt, das wird zu einem gemeinsamen Antrag dieser drei Parteien. Also wenn wir jetzt auf stur stellen wollen, dann ne, müsste man dagegen sein. Das finde ich aber in dem Falle nicht angemessen. Also deswegen würde ich euch bitten, diesem Änderungsantrag zuzustimmen, also der Einbringung dieses Änderungsantrags in dieser Form zuzustimmen. Das Ganze geht ja in die, es ist eine direkte Abstimmung, insofern wird es auch direkt abgestimmt, also sowohl als auch, dass wir erstens auf den Antrag, auf diesen gemeinsamen Änderungsantrag gehen und zweitens, dass wir diesen Anträgen dann zustimmen. Moni und dann Daniel. Wenn ich das richtig verstanden habe, soll es dann zwei Anträge im Plenum geben. Dann verstehe ich nicht, warum es nicht einfach einen Neudruck gibt, wo alle drauf sind. Da hieß es, da habe ich mich jetzt an dem orientiert, was vorgeschlagen worden ist, dass das vom Prozedere her das Einfachste ist, einen Änderungsantrag zu schreiben und diesem dann zuzustimmen. So sind wir jetzt vorgegangen, der liegt auch im Grunde schon vor. Also Neudruck mit einer inhaltlichen Änderung ist ja, glaube ich, auch nicht so ganz einfach. Ja gut, da muss ich mich auf das letztlich beziehen, was man mir so gesagt hat. Daniel? Also entscheidet das. Genau dazu möchte ich gerne reden. Okay. Also gleiche Thema, wie Moni das sagt. Ich finde die Verfahrensweise, wie sie jetzt hier drin steht, genau richtig. Wir sind diejenigen, die diesen Antrag ins Plenum einbringen. Es gibt einen Vorschlag, irgendwas zu ändern. Wir bringen das formell als Änderungsantrag sogar mit Rot-Grün hier ein. Und ändern unseren Originalantrag. Das ist genau so, wie es jetzt da drin steht, ist es richtig. Nicht irgendein Geficke hier im Vorfeld mit irgendwelchen Neudrucken oder Sonstiges. Das ist total super, so die Verfahrensweise. Und dann würde ich mich dem Votum von Daniel auch soweit anschließen wollen, dass wir diesen gemeinsamen Änderungsantrag so einbringen. Finde ich super. Moni? Nee. Gut, kommen wir zum nächsten Tagesordnungspunkt. Nein, nicht der Fraktionssitzung, sondern im Plenar. Das ist die. Wir machen doch die Änderungsanträge und Entschließungsanträge. Sind alle im nächsten Top? Ist das richtig, Frank? Sind auch die Änderungsanträge im. Oliver, kannst. Oliver, du hast auch die Änderungsanträge dahinter gepackt. Super. Dann kommen wir zu 10 Fragestunde, mündliche Anfragen. Ist das schon unsere Fragestunde? Ja, das ist richtig. Genau, da wird ja dann die Fragen über die ganze Fraktion verteilt, wenn ich die E-Mail richtig verstanden habe. Daniel? Ja, es ist so, dass wir leider erst als zweites dran sind. Vorher, weil natürlich wesentlich wichtiger ist, ja vollkommen klar, kommt irgendwas wegen der Ortsumgehung der CDU. Insofern wissen wir nicht ganz genau, wie viel Zeit übrig bleibt. Aber ich hoffe mal, dass genug Zeit bleibt. Wir haben, ich glaube, so 2 Dutzend, vielleicht ein bisschen mehr Fragen insgesamt vorbereitet. Also wir nutzen das jetzt auch nicht vollkommen aus, dass jeder irgendwie Fragen bis zum Ende stellt. Aber entsprechendes Szenario kommt ja noch. Das ist vorbereitet, das wird dann noch verteilt. Daniel? Also erfahrungsgemäß ist es so, dass eine einmal begonnene Frage innerhalb der Fragestunde nicht abgebrochen wird. Ja, das heißt, wenn wir über die immens wichtige Ortsumgehungsfrage dann ausgiebig beraten haben, was vermutlich ja keine Stunde dauern wird, behaupte ich mal, dürfte unsere Frage noch drankommen und dann werden sicherlich auch die 2, 3 Rückfragen, die wir ja dazu noch haben, werden dann bestimmt auch noch durchkommen. Schätze ich. Man weiß es ja nicht. Was? Man weiß es nicht genau. Okay. Punkt 11. Gesetz zur chancengleichen Ausgestaltung der Errichtungsbedienung und Teststandortbildung von allgemeinen weiterführenden Schulformen in Nordrhein-Westfalen. 9. Schulrechtsänderungsgesetz. Gesetzentwurf der Fraktion der FDP.
Da redet die Moni zu und die Abstimmungsempfehlung ist Ablehnung. Gut. Ablehnung. Ja. Gesetz zur Änderung der gesetzlichen Befristung und anderer Vorschriften im Zuständigungsbereich des Justizministeriums. Da redet Überraschung Dietmar. Und die Abstimmungsempfehlung ist Zustimmung. Ja? Gut. 13. Gesetz zur Entpolitisierung der Polizei. Antrag der FDP. Da redet der Dirk zu. Und die Abstimmungsempfehlung ist Zustimmung. Na los. 14. Gesetz zur Neuordnung im Bereich der Schul- und Studienfonds. Unsere Redner Michelle im ersten Aufschlag und dann Dietmar Wulli ans Netz steht da. Okay. Abstimmungsempfehlung, Ablehnung. Dazu haben wir gleich noch einen Entschließungsantrag, den wir im Anschluss beschließen oder auch nicht beschließen werden. 15. Gesetz zum Ausbau des Kinderschutzes in NRW. Unser Redner ist Olaf. Abstimmungsempfehlung, Zustimmung zur Überweisung. 16. Zeitnah Kommission zur Entwicklung eines Lehrjahresarbeitszeitmodells einsetzen, Lehrerverbände und bisherige Erfahrungen aus entsprechenden Modellen umfassend einbinden. Björn? Ich habe in der TO stehen zu Tagesordnungspunkt 14, Block 1. Warum dann zwei Redner? Also ich kann mir vorstellen, dass der eine 3 Minuten redet. Ich rede und lasse Zeit. So, wir waren aber bei Top 16. Moni, du hast ja einen richtigen heißen Tag, deine dritte Rede dann. Und die Abstimmungsempfehlung ist Zustimmung zur Überweisung. Dietmar möchte was klarstellen. Ja, nicht, dass das jetzt zu Verwirrung führt im Hinblick auf diese Redezettel, die da auch mal ausgeteilt werden. Da steht natürlich Michelle drauf. Ne? Das ist jetzt, wie gesagt, das ist nur für uns der Insider hier. Ja? Jetzt ist es kein Insider. Gut. 17. Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Bereinigung des als landgerecht fortgeltenden ehemaliges Reichsrechts. Gesetzentwurf der Landesregierung. Erste Lesung. Achso, ist eine Einbringung. Okay, Abstimmungsempfehlung, Zustimmung zur Überweisung. 18. Gesetz über die LBS, Westdeutsche Landesbausparkasse, ist eine Einbringung, Zustimmung zur Überweisung. 19. Gesetz zur Änderung des Kirchensteuergesetzes und des Kirchenaustrittsgesetzes, Einbringung der Landesregierung, Zustimmung zur Überweisung. 20. Offene Softwarelösung für den Mathematikunterricht als Alternative zu Edeltaschenrechnern, prüfen und erproben. Unser Antrag, ohne Debatte, Zustimmung zur Überweisung. Elektromobilität ermöglichen, CDU-Antrag, ohne Debatte, Zustimmung zur Überweisung. 22. Transparente Veräußerung von Grundstücken sicherstellen. Ohne Debatte, Zustimmung zur Überweisung. 23 über- und außerplanmäßige Ausgaben im dritten Quartal des Haushaltsjahres 2013. Antrag des Finanzministeriums, ohne Debatte, Zustimmung zur... Oh ja, genau, Zustimmung, okay. Beschlussempfehlung, Bericht des Haushalts- und Finanzausschusses. Abstimmungsempfehlung, Zustimmung, gut. Oh, 24. 24 ist das mit dem verfassungsgerichtlichen Verfahren. Ohne Debatte, Abstimmungsempfehlung, Zustimmung zur Zustimmung zur Ausschussempfehlung? Ja. Okay. 25 ist das mit dem Organstreitverfahren der Piratenfraktion. Ohne Debatte, Abstimmungsempfehlung, Enthaltung. Moni, bitte. Hätte ich gerne jetzt gerade erklärt, warum wir uns da enthalten, wenn es um unser eigenes Organstreitverfahren handelt. Bitte. Ja. Bei diesem Verfahren geht es, oder bei diesem Punkt Tagesordnung... Ich glaube, Michelle hat es sich erklärt. Also, es geht ja um das Statement, das der Landtag gegenüber dem Verfassungsgericht abgibt. Und es ist grundsätzlich so, dass der Landtag, also wir haben nun mal kein Statement und wir müssen jetzt ein Statement abgeben, das haben wir nicht und deswegen sagen wir einfach, wir geben da kein Statement ab. Der Landtag, nicht wir, sondern der Landtag. Der Landtag redet dem Verfassungsgericht nicht ab. Okay. Wir sind ja Partei sozusagen. Also. Warum stimmen wir da nicht zu? Daniel? Also die Beschlussempfehlung ist, wir sagen nichts.
Also der Landtag sagt nichts. Ist das korrekt? Ja, genau. Dann schlage ich vor, dann stimmen wir dem zu. Nein, der Landtag wird sich dazu äußern. Ja, warten jetzt. Der Landtag Nordrhein-Westfalen wird sich in diesem Verfahren zu der Angelegenheit äußern. Das haben die beschlossen. Jo. Und was werden die sagen? Das ist eine Verfahrenssache. Wir sind ja Partei, in dem, also quasi Antragsteller. Wir enthalten uns im Hinblick auf die Äußerung des Landtags gegenüber innerhalb dieses Verfahrens. Ach so. Also, ich bin... Bitte? Hast du es da gerade? Dann bitte du zuerst. Ich möchte danach aber trotzdem. Ja, also ich würde das gerne vorlesen. Das ist jetzt relativ einfach. Beratung. Der Rechtsausschuss hat sich in seiner Sitzung am 22. Januar mit dem oben angegebenen Verfahren vor dem Verfassungsgerichtshof befasst und beschlossen, eine Stellungnahme zu empfehlen. Gemäß § 87 Satz 2 1 Alt GO Landtag soll bei Angelegenheiten, die den Landtag selbst betreffen, eine Stellungnahme erfolgen. Im vorliegenden Verfahren ist der Landtag Antragsteller des Organstreitverfahrens. Zudem werden mögliche Verletzungen von Rechten von Abgeordneten und einer Fraktion geltend gemacht. Folglich ist der Landtag selbst betroffen. Der Landtag nimmt zu dem Verfahren vor dem Verfassungsgerichtshof Stellung. Hier steht nicht drin, wie er Stellung nimmt, nur dass er Stellung nehmen wird. Das ist alles. Doch sicher wollen wir das. Ja, genau. Also ich stand ja noch drauf. Ich komme halt, ich weiß nicht, schimpft mich, straft mich aus oder peitscht mich oder irgendwie sowas, aber ja, können wir gleich machen, werde ich auch immer ein bisschen geil bei. Ich finde halt jetzt eine Enthaltung da irgendwie so total mehr als liquid, ne? Ich verstehe die nicht. Also entweder finden wir das gut oder wir finden das scheiße, ne? Eine Enthaltung, weiß ich nicht. Ich begreife da eine Enthaltung an der Stelle tatsächlich nicht. Ja, wir sind betroffen hier, wir sind da sozusagen Partei, aber ich begreife nicht, warum wir uns da enthalten. Also, das hätte ich gerne bitte irgendwie erklärt. Olaf, Moni und dann Dietmar. Ich schätze mal, also so wie ich das die ganze Zeit verstehe, und dann mag man mich jetzt gleich des Besseren belehren, wenn es nicht ist, ist das mehr so eine Sache vom guten Ton. Das ist so etwas Ähnliches wie, dass ich in einer öffentlichen Abstimmung nicht für mich stimme. Natürlich will ich, dass ich den Job habe, sonst hätte ich mich nicht zur Abstimmung gestellt. Trotzdem machen viele Leute, halten es für einen guten Ton, es eben nicht zu tun, dann für sich zu stimmen. Und so ähnlich ist es auch hier, man enthält sich an der Sache einfach. So verstehe ich das. Und ich kann mich mit beidem anfreunden, also auch wenn man eine Entscheidung treffen sollte, weil ich diese Regeln auch manchmal ein bisschen komisch finde, aber das muss jeder selbst entscheiden. Moni? Entspricht es nicht eigentlich unserem Grundsatz zu sagen, hey, äußert euch doch dazu, macht doch öffentlich? Also finde ich einfach das, was ich glaube, was sinnig ist. Warum können wir dagegen sein, dass die sich äußern? Oder warum sollen wir uns so enthalten? Wir sagen an allen Stellen, man soll öffentlich sagen, was man dazu zu sagen hat. Insofern sehe ich das überhaupt nicht, dass man sich da enthalten sollte. Dietmar? Also, ich habe erhebliche Bedenken. Es geht nicht um die Frage, ob sich der Landtag äußert, sondern es geht tatsächlich auch darum, wie sich der Landtag äußern wird. Ganz klar, das wissen wir nicht, aber wir können es uns denken, weil hier ein Gesetz in Rede steht, welches dieser Landtag mit der Mehrheit der regierungstragenden Fraktionen verabschiedet hat. Wir haben ein Organstreitverfahren eingeleitet und wir haben dazu unsere Auffassung in diesem Verfahren, in der Antragsschrift, kundgetan. Ich muss ganz ehrlich sagen, es mag ja sein, dass der Landtag hier beschlossen hat, nämlich im Ausschuss, der Ausschuss beschlossen hat, dass der Landtag dazu Stellung nehmen wird. Wie die Stellungnahme aussehen wird, kann ich mir persönlich denken. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich enthalte mich gerne dabei und bleibe dabei, dass wir als Fraktion, als 19 Abgeordnete hier eine Antragsschrift verfasst haben, die für mich das abschließende Wort ist und nicht das, was der Landtag sagt. Indem ich also zustimme zu einer Stellungnahme des Landtags, stimme ich implizit auch dazu zu, was der Landtag in diesem Organstreitverfahren äußert.
Und solange ich da, doch, es wird ja nicht mehr gesondert darüber abgestimmt, sondern es findet dann einfach statt. Und zwar im Auftrag der Landtagspräsidentin und sonst niemand. Nicht im Auftrag der Fraktion, sondern der Landtag, vertreten durch die Landtagspräsidentin Carina Gödecke, Mitglied der SPD, Mitglied der Fraktion der SPD und Mitglied der regierungstragenden Fraktion, wird hier die entsprechende Juristen, den entsprechenden Juristen beauftragen, den entsprechenden Anwalt und entsprechend der, ich sage das mal, behaupte das einfach mal, entsprechend der Färbung des Gesetzgebungsverfahrens, wie es gelaufen ist, hier eine entsprechende Stellungnahme abgeben. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, da kann ich nicht zustimmen, da möchte ich mich auch aus den bereits genannten Gründen enthalten. Nico. Ja, danke. Ich verstehe gerade nicht, warum es gerade so emotional wird. Ich glaube, der Punkt ist längst nicht so heiß, wie wir den jetzt hier gerade diskutieren. Olaf hat da schon was Richtiges zu gesagt und Moni im Grunde genommen auch. Ich komme nur zu einem etwas anderen Schluss. Also ja, wir sind hier ganz klar Partei. Ja, unsere Meinung zu diesem Verfahren ist klar. Kann man in der Antragsschrift genau nachlesen, unsere Argumente. Da gibt es nichts mehr hinzuzufügen. Mit dem Votum hier würden wir nichts groß erreichen. Und weil wir eben betroffen sind, wir sind Partei. Und wenn ich betroffen bin, dann äußere ich mich nicht mehr. Also als Richter, wenn man betroffen ist, dann erklärt man sich für befangen, sagt gar nichts mehr. Wir sind in dem Ding hier befangen, ja, weil wir sind betroffen, also wir sind Partei. Und dann finde ich es auch korrekt, sich zu enthalten. Damit sagen wir ja auch, wir haben nichts dagegen, dass ihr euch äußert. Macht das bitte. Deswegen stimmen wir auch nicht dagegen. Aber eben mit Ja zu stimmen, wäre auch irgendwo an der Stelle schizophren. Und mit einer Enthaltung, glaube ich, dass es... kommt unserer Position am nächsten eben auch, weil wir nichts dagegen haben, dass sich die anderen äußern. Aber das werden wir sowieso machen. Wir wissen, wie die Mehrheitsverhältnisse hier sind. Das alles. Ich sehe das gar nicht so dramatisch. Daniel? Ja, für Schizophrenie bin ich ja zuständig. Also was so öffentliches Abstimmverhalten und so weiter, was Olaf gerade erklärt hat, ja, verstehe ich irgendwie, aber das hört sich für mich auch so ein bisschen so an, man darf keinen Laptop mit im Plenarsaal nehmen, man muss mit dem Sakko vorne am Rednerpult stehen und solche Dinge finde ich gut, diese Regeln. Ich finde es in der Sache aber hier tatsächlich einfach falsch. Ich glaube, als Pirat finden wir das gut, wenn sich das beteiligte Organ, also in dem Fall der Landtag, zu einem Verfahren doch da durchaus äußert. Und gerade wenn wir betroffene Streitpartei an der Stelle sind, ich finde, das zeigt unheimliche Größe, wenn wir sagen, ja klar, Landtag, äußert euch dazu. Wir haben unsere Meinung steht ja in unserer entsprechenden Klageschrift, die wir verfasst haben. Und der Landtag kann sich selbstverständlich dazu äußern. Wir unterstützen und unterschreiben diese Äußerung des Landtags nicht. Die finden wir blöd, vermutlich. Ja? Aber ich glaube doch, dass wir es irgendwie gut finden, dass sich der Landtag als direkt Betroffener in dem Verfahren auch dazu äußert. Also von daher, aus meinem Empfinden her, sollte da eine entsprechende Zustimmung einfach stehen. Michelle und Dietmar ist so nett, sein Mikro auszumachen. Nico ja auch noch und Olaf auch. Jetzt ist Michelle dran und du machst bitte so lange dein Mikro aus, wegen der Akustik. Danke. Die Antwort passte nicht zu der Aufforderung. Ich sehe, dass wir in diesem Fall uns ganz klar Gedanken darüber machen müssen, in welcher Funktion wir hier sind. Als Abgeordnete der Piratenfraktion, ist es richtig, sind wir Partei in dem Verfahren. Als Abgeordnete des Landtags sind wir das nicht. Grundsätzlich soll der Landtag oder soll jede Partei, die in einem Verfahren betroffen ist, das ist hoffentlich unstrittig, sollte die Möglichkeit haben, sich zu äußern. Und das wird der Landtag ja so oder so beschließen, Dietmar. Du hast gerade gesagt, mit den regierungstragenden Fraktionen wurde ja auch vorher das Gesetz durchgebracht. Also werden die jetzt auch diesem entsprechenden Statement zustimmen, ob wir uns da enthalten oder nicht. Ich finde, wir sollten einfach uns unserer Rolle da bewusst sein und wir sind in dem Moment in der Rolle des Abgeordneten und nicht in der Rolle des Fraktionärs, der Fraktionärin. Und deswegen behaupte ich, müsste man da zustimmen. Allerdings
stelle ich hiermit den Antrag, dass wir da mal den Fraktionszwang aufheben und da kann dann am Ende sich jeder seine Gedanken zu machen und abstimmen, wie er will. Ist das nicht toll? Ich bin aber dagegen, Junge. Das geht gar nicht. Frank. Ja, Michelle und Daniel haben es gerade ein Stück weit versucht, das aufzusplitten, weil hier kommen ja ganz viele Sachen zusammen. Was hier abgefragt ist, ist die Abstimmungsempfehlung zur Beschlussempfehlung des Rechtsausschusses. Das, denke ich mal, sollte man ganz nach hinten stellen, sondern erst mal klären, ob wir finden, dass sich der Landtag äußern soll in dem Verfahren oder nicht. Und dann ergibt sich das, was da stehen muss, mehr oder weniger von selber. Und da, denke ich, gibt es im Moment also sehr unterschiedliche Meldungen noch. Daniel und Moni, so habe ich es aufgefasst, sagen, der Landtag soll sich äußern, im Wissen, dass unsere Meinung dann da zwar irgendwie, weil wir auch Teil des Landtags sind, aber untergeht, weil der Landtag sich in der Mehrheit natürlich anders äußert, als wir das denken. Aber es gab auch andere Stimmen, die halt sagen, der Landtag soll sich nicht äußern. Also ich denke, wenn wir den Punkt mal jetzt separat einzeln klären, vielleicht mit einem Meinungsbild oder so, ob sich der Landtag, ob wir alle finden, dass sich der Landtag äußern soll, dann kriegen wir den Rest der Beschlussempfehlung daraus locker abgeleitet. Habe ich dich jetzt verstanden, dass du jetzt sofort ein Meinungsbild haben möchtest? Nee, das würde ich, es gab ja noch Wortmeldungen. Ja, das ist so. Die würde ich gerne danach noch, ja. Wenn diese Liste jemals endet. Aufhebung des Fraktionszwangs. Daniel? Muss nicht, wenn du nicht. Doch. Trolle, genau. Wenn wir im Grunde eigentlich erwarten, dass so eine Stellungnahme, wenn sie denn käme, nicht so besonders positiv für unser Verfahren ist, dann sollten wir da nicht für sein. Das ist so meine Meinung. Ansonsten für eine Abstimmung, das jetzt so. Bitte? Ja. Man kann eine Oder-Frage mit Ja beantworten. Das ist kein ausschließliches Oder. Joachim. Das solltet ihr kennen. Vielen Dank. Aussagenlogik. Leute, Aussagenlogik, das sollte euch bekannt sein. Das ist kein Ex-Or. Danke, ich habe jetzt das Wort. Und ich möchte auch an der Stelle, dass mir zugehört wird. Als erstes möchte ich vorweg schicken, Fraktionszwang hin oder her oder wie auch immer, das interpretiert wird. Ich finde schon, da wir Kläger in dem Verfahren sind, wenn ich das richtig verstanden habe, dass wir bezüglich dieser Abstimmung nach Möglichkeit einen Konsens herbeiführen sollten. Das wäre meine wünschenswert. Nice to have, wenn es nicht geht, geht es halt nicht, aber damit machen wir uns auch ein Stückchen zum Obst. Und ja, ich kann Daniel Düngels Argumente von vorhin durchaus verstehen, möchte aber eins zu bedenken geben. Wenn man jetzt das Verfahren betrachtet, gehören wir zur Klägerpartei. Wir sind aber gleichzeitig als Bestandteil des Landtags Beklagte. Und an der Stelle, nach meinem Empfinden, würde sich die Enthaltung empfehlen. Nico. Ja, ich möchte die Diskussion nicht weiter in die Länge ziehen. Genau das, wenn sich der Landtag äußern will, soll er es tun, will er es nicht äußern. Wenn er es nicht äußern will, soll er es nicht machen. Ist deren Entscheidung. Ich würde mich da komplett raushalten und fertig. Olaf. Also die Frage von Michelle, die kann ich für mich zumindest ganz klar beantworten. Ich bin da mehr Fraktion, wenn du sagst, in welcher Rolle, weil wir sind der Kläger und das heißt, wir haben die aktive Rolle übernommen am Anfang und damit müssen wir uns dann auch weiterhin auseinandersetzen. Dass wir zufällig auch noch Mitglied des Landtags sind, zufällig in Anführungsstrichen, ist eben, ja gut, macht die Sache so kompliziert. Das Problem, ich kann dir völlig folgen, Daniel. Ich glaube nur, dass das wieder für tierische Verwirrung sorgen wird und wir das lange erklären. Ja, nur, das ist eine Sache, dann müssen wir es lange erklären. Das ist dann die Konsequenz daraus, weil sie es werden es nicht verstehen. Denn ich glaube, dass das normale Verhalten ist, normal auch wieder von mir aus in Anführungsstrichen,
wie sich hier die anderen Fraktionen sehr wahrscheinlich in einem ähnlichen Fall verhalten würden. Und da wäre wieder auch wieder so die Frage, inwieweit muss man jetzt erklären, inwieweit wird das als schizophren wahrgenommen, wie wir uns dort verhalten und es dann erklären müssen. Ist eine Frage. Das ist aber, glaube ich, genau die Sache, dass formell, auch formell so von wegen Gentleman Agreement, also nicht irgendwo festgeschrieben, wäre das die richtige Verhaltensweise. Wenn wir davon abweichen wollen, weil wir eine andere Logik dahinter sehen, dann müssen wir die Logik erklären dazu, weil die haben die anderen nicht. Und das finde ich immer manchmal ein bisschen schwierig. Ja, ich bin da auch noch nicht so ganz richtig. Ich tendiere am ehesten zur Zeit dazu, soll man uns doch bitte enthalten. Und Dietmar nochmal. Also ich finde schon, fände es okay, wenn wir das Meinungsbild, wie der Frank das angeregt hat, einholen. Nur eins muss ich allerdings sagen, ich kann das jetzt nicht genau lesen, ich habe es nicht auf dem Bildschirm. Ich habe hier nirgendwo gehört, dass irgendjemand der Auffassung ist, der Landtag solle sich nicht äußern. Das habe ich nirgendwo gehört. Also nur so. Daniel? Und dann Daniel? Die Aufforderung der Rechtsausschuss ist ja, sich zu äußern. Und wenn wir jetzt in einem Verfahren sind, wo wir, also unser Hauptinteresse liegt ja in der Klage, wenn wir der Ansicht sind, dass das Äußern des Landtages für uns von schädlich ist unserer Klage, dann würde ich dafür sein, dass das nicht zu tun. Punkt. Dass der Landtag das nicht tun soll. Wir sind ja auch Teil des Landtags, aber wenn wir sagen, unser Hauptinteresse liegt in dieser Klage. Der Landtag wird das Gesetz verteidigen, Punkt. Ja, eben, das haben wir zu erwarten. Also ist es doch wohl sinnvoller, wenn der sich nicht äußert für uns. Daniel. Ich bin Jurist und kein... An der Stelle bin ich Jurist. Ja, ja. Ja, sicher ist sie das. Das ist übrigens, ich kann dir da soweit zustimmen, Daniel. Also ich kann zum Beispiel auch mit einer Ablehnung tatsächlich nicht leben. Ich kann mit der Enthaltung nicht leben. Ja? Und ich kann erst recht nicht mit der Begründung leben, dass wir sagen, wir sind zwar auf der einen Seite Klagepartei, auf der anderen Seite aber eben Mitglied des Landtags. Und weil wir Mitglied des Landtags sind, also dann der beklagten Partei, müssen wir uns an der Stelle enthalten. Ich verstehe das. Ich verstehe dieses in dem Fall dann konkludente Handeln da irgendwie tatsächlich nicht. Also ich möchte ganz einfach, dass diese Fraktion hier eine Entscheidung trifft. Also entweder möchten wir, dass der Landtag sich zu dem Verfahren äußert, mit dem Risiko halt, dass er vermutlich sich gegen unsere Klageschrift halt eben äußern wird. Oder wir sagen halt von vornherein, nö, wir wollen gar nicht, dass der Landtag sich äußert. Ja, aber die Enthaltung verstehe ich nicht, aber lass uns das irgendwie, ich hätte gern irgendwie ein Meinungsbild oder irgendwie sowas mal dazu und dann machen wir das mit dem Fraktionszwang halt. Wir machen jetzt noch ein Meinungsbild. Achtung, wir machen ein Meinungsbild. Wer meint, wir sollten mit Ja stimmen? Wer ist der Meinung, wir sollten bei der Sache Nein stimmen? Nein. Wer ist der Meinung, wir sollten uns enthalten? Wenn ich jetzt richtig gezählt habe, sagen 10 Ja, 2 Nein, 4 Enthaltung. Wobei allerdings von den Enthaltungen auch wieder einige bei Nein gestimmt haben. Das heißt, es gibt eine deutliche Mehrheit, da Ja zu stimmen. Also die Empfehlung kommt von den Fachgruppen. Enthaltung und Nein gestimmt. Wir haben die Empfehlung noch weiter diskutieren. Ja, genau. Nicht vergleichen. Du solltest die Diskussion jetzt. Ah, ist egal. Aluka. Ich würde das jetzt gerne beenden. Michel spricht die Schlussworte zu diesem Antrag. Aber geil. Ja, wir sind. Wir gehen einfach aus. Genau. Alle. Kommt da noch mal kurz zur Ruhe, bitte. Danke. Wir sind mal wieder an einem Punkt, wo wir relativ emotional, wie der Nico schon gesagt hat, über eine Sache diskutieren, wo Überzeugungsarbeit geleistet werden müsste durch diejenigen, die die Beschlussempfehlung abgeben. Das haben wir ja jetzt, das haben wir relativ selten in letzter Zeit tatsächlich gehabt. Die Beschlussempfehlungen wurden meistens hingenommen. Der Daniel hat es gerade gesagt, die kommen von den Fachabgeordneten. Dann haben wir gesagt, okay, das wird schon so sein. Wir merken, dass das hier ein Punkt ist, wo
jeder sich auch so seine eigene Meinung bilden kann. Deswegen habe ich vorhin noch spaßeshalber diesen Antrag gestellt. Vielleicht ist es sogar an der Zeit zu sagen, da haben wir mal wieder einen Punkt, da stimmen wir einfach unterschiedlich ab und geben einen Blick darauf, dass das im Plenum halt blöd aussieht. Ja, ich meine, da es sowieso keinen Fraktionszwang gibt und wir keinen haben, haben wir jetzt hier ein Meinungsbild, wir haben eine Empfehlung der Experten und ansonsten soll sich doch bitte jetzt jeder frei fühlen. Dann kommen wir jetzt zu Punkt 26. Das ist wieder ein verfassungsgerichtliches Verfahren wegen der Behauptung der... Geht nicht? Nein. Ich will einfach nur sagen, also glaube ich festhalten, die... Unsere Rechtsleute, also die Abstimmungsempfehlung ist einfach eine Enthaltung von unseren Rechtsexperten. Und das sollte auch so entsprechend im Redmine, glaube ich, dann stehen. Weil den Rest, Björn, kannst du eh nicht abbilden. Doch, aber wenn ich da reinschreibe Enthaltung und bei Begründung der Empfehlung reinschreibe, 10-mal Ja, 2-mal Nein, 4-mal Enthaltung, sieht das ziemlich komisch aus. Ja, sieht komisch aus, ist aber halt die Diskussionslage, okay, wie wir sie jetzt hier hatten. Ja. Naja. So, Punkt 26. Und Dietmar macht wieder sein Mikro aus. Da geht es um das verfassungsgerichtliche Verfahren wegen der Behauptung der Gemeinde Alpenbla und 67 weiterer Städte ohne Debatte Zustimmung zur Beschlussempfehlung. Punkt 27. Verfassungsrechtliches Verfahren wegen der Gemeinde Alpen sowie 63 weiterer Städte. Das ist ohne Debatte Abstimmungsempfehlung, Zustimmung zur Beschlussempfehlung. Und Dietmar möchte was sagen. Ja, ich wundere mich ehrlich gesagt, warum sich hier kein Widerstand regt. Denn die Beschlussempfehlung der letzten beiden Punkte, des jetzt aktuellen und des davor, lautete: Der Landtag nimmt nicht Stellung. Jetzt könnte man natürlich zu der Auffassung gelangen, ist eigentlich egal, was die Stadt Alpen meint, ne? Und die 67 anderen Städte und Gemeinden hinsichtlich der Zuweisung des Landes Nordrhein-Westfalen an die Gemeinden und Gemeindeverbände im Haushaltsjahr 2012. Völlig egal. Im Prinzip, nach der Argumentation, wie wir sie in Bezug auf unser Organstreitverfahren hier gerade eben gehört haben, hätte hier sich deutlicher Widerstand von allen regen müssen und hätte vor allen Dingen von denjenigen gesagt haben, ja, wir sind dafür, hier gesagt werden müssen, ja, wir sind dafür, dass der Landtag sich dazu äußert. Ich wundere mich ehrlich gesagt ein bisschen, weil es geht ja hier immerhin um 67 bzw. 68 Städte und Gemeinden des Landes Nordrhein-Westfalen und um deren Finanzverfassung und deren finanzielles Auskommen. Also von daher... ich wollte das nur noch mal hier an dieser Stelle angefügt haben. Die Zustimmungsempfehlungen beziehen sich auf die Beschlussfassung im Ausschuss, in der Tat, wie es nämlich auch die Regel ist, dass sich der Landtag in diesen Verfassungsbeschwerdeverfahren nicht äußert. Toso. Ja, Äpfel, Birnen, solche Dinge. Die beiden hier genannten Anträge haben eine ganz andere Ausgangslage als der Antrag, über den wir vorher diskutiert haben. Und an der Stelle verbietet sich jede Parallelität zu ziehen. Und deshalb ist alles, was Dietmar gerade gesagt hat, völlig hinfällig für die Begründung dieser ganzen Geschichte. Danke. Daniel. Also ich bin dafür, dass wir uns in den beiden Punkten enthalten. Okay. Das war ein relativ leicht durchschaubarer Trollversuch. Also auch wenn Toso gerade gesagt hat, dass deine Argumentation hinfällig war, will ich sie trotzdem einfach mal aufgreifen. In dem Punkt, den wir gerade lange diskutiert haben, beschließt der Rechtsausschuss, eine Stellungnahme abzugeben. Empfehlung unserer Rechtsexperten ist, sich an der Stelle zu enthalten. Haben wir gerade lange darüber diskutiert. Ich habe vorhin gesagt, ich kann mit einem Ja oder einem Nein leben. Ja, also ich könnte auch, habe ich ja nach Daniels Statement vorhin auch nochmal gesagt, auch ganz klar damit leben, wenn wir sagen, nee, wir äußern uns nicht dazu, weil wir zum Beispiel das halt sonst auch nicht machen, ne, in solchen Verfahren. Jetzt haben wir das hier bei den weiteren Tagesordnungspunkten so, dass wie gewohnt der Rechtsausschuss sagt, wir geben keine Stellungnahme dazu ab. Ja? Das heißt jetzt hier nicht irgendwie, dass wir jetzt zwangsläufig sagen müssen in diesen Fällen, wir wollen, dass immer eine Stellungnahme abgegeben wird. Aber wenn doch der Ausschuss sagt oder der Landtag hier in Mehrheit beschließt, wir geben zu irgendwas eine Stellungnahme ab, dann finden wir das okay. Und auch das, was Toso eben gerade sagte,
das mit den Äpfeln und Bieren ist halt eben tatsächlich einfach, ich glaube, in unserem Verfahren ja ganz anders gelagert als in den beiden anderen Fällen. Nichtsdestotrotz, eine Enthaltung ist in keinem der drei Fälle aus meiner Sicht halt eben tatsächlich angezeigt. Wir sollten eine Position beziehen, egal wie die aussieht, darüber können wir gerne lang und ausgiebig diskutieren, aber eine Enthaltung finde ich einfach und deswegen als Erklärung dazu einfach nochmal, finde ich einfach nicht akzeptabel. Michel. Ich möchte nur ergänzend zum Toso sagen, der Unterschied, also Toso ist jetzt etwas emotional auch hier geworden, bisschen nur. Der Unterschied liegt tatsächlich daran, dass bei den drei anderen, denn die 24 war ja auch schon ein verfassungsgerichtliches Verfahren, wo wir übrigens gar nicht diskutiert haben, dass bei den drei anderen es eben nicht darum geht, dass jemand gegen den Landtag ein Verfahren führt. Und das ist der Unterschied, den der Toso gerade nicht herausgestellt hat. Das wollte ich ergänzen. Nico. Ich habe das gerade schon im Vier-Augen-Gespräch angeboten, möchte das hier nochmal wiederholen. Ich glaube, oder ich finde es etwas schade, mit diesen Punkten die Fraktionssitzung jetzt so in die Länge zu ziehen, halte ich irgendwie von der Bedeutung der Sache her nicht ganz angemessen. Ich sehe aber, dass da noch Klärungsbedarf ist. Ich biete das nicht nur Daniel, sondern allen anderen an, dass wir das im Nachgang der Sitzung nochmal weiter diskutieren und dann gegebenenfalls einen Umlaufbeschluss an der Stelle machen und das jetzt erstmal so hinnehmen, wie wir es jetzt gerade besprochen haben, die Punkte verlassen. Und auch Toso, wenn du das nicht erkennen kannst, in allen Punkten, die wir jetzt hier besprochen haben, ist gemeinsam, dass derjenige, der Partei im Verfahren ist, sich nicht äußert. Und das kann man dann an einer Stelle auch mit dem Fall einer Enthaltung deutlich machen, dass man sich nicht äußern muss, weil man eben nicht pro, contra sagen muss, will, sondern weil man Partei ist, weil man befangen hat, sich gar nicht äußert. Und es sich eben genau verbietet, das, was du forderst, zu sagen, entweder ja, entweder nein. Ich sehe es genau andersrum. An der Stelle verbietet es sich irgendwie, sich zu entscheiden, sondern zu sagen, das ist euer Ding, wir sind Partei, entscheidet bitte, was ihr macht. Dafür, es könnte genauso gut sein, dass er sich gegen, es ist zwar unrealistisch, aber es könnte sein, dass er sich auch da gegen eine Stellungnahme entscheiden. Und dann ist das deren Sache und wir halten uns da raus. Das ist ganz einfach. Ich verstehe die Diskussion in der Länge nicht und auch mit der Emotionalität, wie sie geführt ist, verstehe ich nicht ganz. Lass uns das bitte an der Stelle unterbrechen und nachher noch die Fragen klären. Und ansonsten, ja, geben wir das Ding halt frei und dann soll jeder abstimmen, wie er meint. Daniel? Ich kann mir die Gelegenheit nicht nehmen lassen, den Dietmar zurückzutrollen. Es geht nämlich darum, dass in 27 und 28 andere Beschlussempfehlungen stehen als in der, was war es, 24. In 27 und 28 heißt es nämlich, wir geben keine ab, in der 24 steht eine, wir geben eine ab. Konsequenterweise müsste man also, wenn wir sagen, jetzt mal unabhängig von der Tatsache, dass wir auch Teil des Verfahrens sind, wir wollen, dass das Landtag in den verfassungsgerichtlichen Verfahren nicht reinredet, hier zustimmen und vorne ablehnen. Jetzt mal zurückgetrollt. Nächste ist Toso. Ich mache darauf aufmerksam, dass wir noch ein bisschen was an Plenarvorbereitung haben, daher danach nach der Pause nicht öffentlichen Teil und wir auch noch Änderungs- und Entschließungsanträge beschließen müssen. Deshalb bitte ein bisschen zügig, wenn es geht. Toso, bitte. Nico, in Punkten 24, 26 und 27 ist wer nochmal Klageführer aus dem Landtag heraus? Ach richtig, keiner. Du siehst den Unterschied mit den Äpfeln und den Bieren? Danke. Moni. Ich würde das auch gerne abbrechen, weil wir weiterkommen wollen. Ich habe nur nicht verstanden, wie und wo wir das nachher diskutieren. Ja, möchte ich einfach nur wissen, wenn du sagst, wir diskutieren das nach der Fraktionssitzung weiter, dann weiß ich jetzt nicht so genau, wie das und wo das dann passiert. Dietmar. Es wurde ja schon betont, dass das ulkigerweise so emotional abgelaufen ist. Und damit ich mein emotionales Gleichgewicht wiederfinden kann, würde ich an dieser Stelle doch nur noch mal in den Raum werfen wollen, dass Toso, sorry, dass ich das sagen muss, aber egal, was ich sage oder andere sagen, das ist nie dadurch, dass ein anderer was sagt, hinfällig. Ja, ich möchte das nur zur Klarstellung einmal erwähnen. Ob du darüber urteilst, was meine Meinung ist, ob sie hinfällig ist, gut, schlecht, falsch, ist in Ordnung, kannst du tun, aber hinfällig wird es dadurch noch lange nicht und damit ist gut. Okay.
Ich sehe keine weiteren Redebeiträge. Es gab auch keine Abstimmungswünsche oder Ähnliches. Das heißt, wir kommen jetzt zu Punkt 28, in den Ausschüssen erledigte Anträge. Ohne Debatte, Abstimmungsempfehlung, Zustimmung. Oder wolltest du noch geklärt haben, wo das eine diskutiert Antwort wird? Hätte ich gerne zumindest. Okay, Nico, magst du noch mal kurz der Moni eine Antwort geben? Wo das diskutiert wird, glaube ich, und von wem? Wo immer ihr mich erreichen könnt. Vielen Dank. Abstimmungsempfehlung, Zustimmung. Dann haben wir noch 9 Beschlüsse zu Petitionen. Ohne Debatte, Abstimmungsempfehlung, Zustimmung. Damit haben wir den Mittwoch und wir kommen zum Donnerstag. Als erstes die Aktuelle Stunde. Unsere Aktuelle Stunde nach Fernsehinterview mit Edward Snowden. Untätigkeit der NRW-Landesregierung in der NSA-Affäre ist grob fahrlässig. Unsere Redner? Ich würde gerne dazu reden, das stand gestern da noch nicht. Aber wir müssen das vielleicht auch hören. Wer will da noch zu reden? Daniel auch, und Lukas? Ich würde auch gerne dazu reden. Also ich werfe meinen Namen in den Ring. Ja, dann haben wir 2 Redner. Dann ist jetzt die Frage, noch weitere? Ich glaube, super. Dann haben wir mit Daniel und Lukas gut. Dann kommen wir zu Punkt 2, Hochschulfinanzierung transparent gestalten. Antrag der Fraktion der Piraten. Unsere Redner erst Joachim. Erster Redner erst Joachim, zweitens Oliver. Abstimmungsempfehlung, Zustimmung. Okay. In Verbindung damit der Antrag der FDP, Abstimmungsempfehlung, Ablehnung. Keine Einwände, gut. Und in Verbindung damit der Antrag der CDU, Abstimmungsempfehlung, Ablehnung. Gut. Punkt 3, breites Bündnis gegen Analphabetismus in NRW. Ein Antrag von allen Fraktionen und Rednerin ist die Moni, Abstimmungsempfehlung, Überraschung, Zustimmung. Viertens, für eine echte Willkommenskultur, da rede ich zu, Abstimmungsempfehlung ist Zustimmung. Es gab gestern Abend einen Entschließungsantrag der SPD, den habe ich aber noch nicht gelesen. Es ist natürlich ein Entschließungsantrag und kein Änderungsantrag, um unseren zu beerdigen. Ich werde heute Nachmittag noch die Abstimmungsempfehlung nachreichen. Ich habe mir jetzt noch nicht gelesen. Fünftens, Inklusion im Sport mit Qualität zum Erfolg führen. Ein Antrag von CDU und FDP. Unser Redner ist der Lukas. Zustimmung zur Überweisung. Und es gibt noch einen Entschließungsantrag. Der von uns, der folgt gleich, steht da. Gut. Sechstens, öffentlich-rechtliches Telemedienangebot in Beitragszahlerinnen und Zahlern für Beitragszahlerinnen und Zahler verbessern. Antrag von SPD und Bündnis 90 Die Grünen. Abstimmungsredner ist Daniel. Zustimmung zur Überweisung. Und es kommt noch ein Entschließungsantrag von uns oder von wem? Der ist auch schon durch. Wenn ich mich recht erinnere, haben wir den in Perrettmann beschlossen. Gut. Aber er hat keine Drucksachennummer, soweit ich weiß. Oder vielleicht hat er mittlerweile. Okay. Siebtens, Aufnahme des Schützenbrauchtums als immaterielles Kulturerbe der Menschheit unterstützen. Antrag der CDU. Unser Redner ist Lukas. Abstimmungsempfehlung, Zustimmung. Okay. Möchtest du dich da rechtfertigen? Ich möchte dazu was sagen. Moni? Wir können gerne darüber diskutieren. Also es ist ja gestern sehr unterschiedlich im AK diskutiert worden. Und es gab durchaus Leute, die diesem Antrag nicht zustimmen wollen würden. Sagst du da nochmal was dazu, bitte? Ich war ja gestern bei der Diskussion leider nicht dabei, also ich habe mich für eine Zustimmung ausgesprochen. Es kostet kein Geld, es ist mit sonst keiner weiteren Verpflichtung verbunden. Das Schützenbrauchtum in NRW ist ein Bestandteil der kulturellen, der Kultur. Wir haben knapp, ich glaube, 600.000 aktive Schützen in diversen Schützenvereinen auf diversen Ebenen, in kleinen Dörfern, in großen Städten. Neuss zum Beispiel ist so eine Stadt. Da ist das Schützenfest einmal im Jahr ein kulturelles Highlight mit 1 Million Besucher. Das immaterielle
Kulturerbe, ich weiß nicht, ob das einige von euch wissen, was es damit auf sich hat, das ist halt so eine Liste einer UNESCO und darin gelistet sind diverse lokale, regionale, aber auch andere Bräuche, Sitten, Kulturen, Volkstänze, teilweise sehr stark an Religionen und Kulte angelehnt, teilweise halt eben lokale Ausprägungen des Karnevals sind auf dieser Liste und ich sehe da keinen Widerspruch, da halt eben auch das Schützenbrauchtum NRW da, dass es auf die Liste kommt. Daniel? Ja, ich denke, der größte Knackpunkt war, ob wir persönlich als Piraten dem diese Bedeutung zumessen. Und das war, glaube ich, ein bisschen uneinheitlich. Ich glaube, niemand hat jetzt gesagt, verbieten oder abschaffen oder sowas. Ne? Ich glaube, es ging tatsächlich nur darum, was man dafür mit einem Signal senden will. Ja, wir müssen scheinbar diskutieren. Nico ist jetzt dran und dann Joachim. Also ich würde dann gerne mal die Beschlussempfehlung des AKs oder was da für Meinungsbilder gibt im AK noch mal hören. Und jetzt als Nicht-Fachpolitiker nur mal in den Raum werfen oder dann nochmal Rückkopplung holen. Also ich sag mal, dass die Schützen jetzt nicht im Ruf stehen, die Vorreiter der Evolution und der gesellschaftlichen Entwicklung zu sein. Ich möchte nur noch mal, also dass mir klar ist, dass die CDU dort bei denen einen Stein im Brett hat und auch sich für deren Belange sehr einsetzt, leuchtet mir durchaus ein. Und niemand will das abschaffen oder so. Die sollen sich natürlich weiterentwickeln können. Die Frage ist eben, ob man ihnen diese Bedeutung, diesen Wert beimisst, weil es ja dann noch viele andere Gruppen gibt, die mit auch einer gewissen Berechtigung das vortragen könnten, wo es auch, sagen wir, viele Besuchermassen anzieht. Also ich weiß nicht, der Schaustellerverein könnte dann auch vielleicht demnächst mit seinen Mitgliedern anklopfen und sagen, ne, Kirmes ist auch sehr beliebt und zieht mindestens genauso viele an. Ich frage nur, ob wir da nicht in gewisse Wertungswidersprüche mit unserer, sage ich mal, Parteikultur kommen und auch im Politbetrieb dann Wertungswidersprüche uns dann reinholen. Dass die CDU damit kein Problem hat, ist klar. Die Frage ist nur, trifft das auf uns auch so zu? Und da habe ich Bedenken und das würde ich gerne mal wissen aus dem AK. Ist das dort, also wie ist das dann da gelaufen? Wenn ich antworten dürfte, aber mit mir wurde darüber gesprochen. Vielen Dank, Moni. Das Meinungsbild im AK ist uneinheitlich. Nico, was du gerade gemacht hast, finde ich wirklich verletzend, weil du hast tatsächlich Leute wie hast du das bezeichnet? Evolution, rückständig irgendwie. Nicht Vorreiter der Evolution. Das wissen ja die meisten. Ich bin ja ein Schütze in Neuss. Insofern ist es quasi auch Lobbypolitik, könnte man unterstellen. Ich möchte ein paar Details geben, zum Beispiel, wie es in Neuss läuft. Ich bin ja selber auch mit Migrationshintergrund. Ja, ich bin ja irgendwie nicht hier geboren oder so. Für mich war das Ganze unglaublich wichtig, um halt, oder dieses Brauchtum hat einen wirklich sinnvollen Beitrag zur Integration geleistet, das kann ich rückblickend sagen. In meinem Schützenzug haben wir eine überdurchschnittlich hohe Quote an Personen mit Migrationshintergrund. Das vorletzte Königspärchen war gleichgeschlechtlich, dass hier mit ganz fiesen Vorurteilen gespielt wird, finde ich unter aller Sau. Und finde ich auch verletzend für die Leute, die sich da engagieren und machen. Und wir Piraten sind eine Kulturpartei, das haben wir häufig dargestellt. Und wir Piraten, egal welche Gruppe an uns herantreten würde, egal wie klein die ist, aber wenn die irgendetwas macht und das als sinnvoll oder als kulturell wertvoll erachtet, dann finde ich, können wir Piraten uns dafür aussprechen, das so zu tun. Ja, meine Eltern haben Migrationshintergrund. Ich lebe seit ich denken kann in Neuss. Ich bin kein aktiver Schütze. Ich habe mich ganz bewusst dafür entschieden, das nicht zu machen. Ich erlebe jedes Jahr, eigentlich zweimal, im Frühjahr auf der Fort und im Sommer in der ganzen Stadt, wie viele Leute mit wie viel Spaß bei der Sache sind. Und für mich
unabhängig von irgendwelchen ideologischen Dingen, die da rein interpretiert werden oder so. Für mich ist es ein Ausdruck der Anerkennung auch kulturell anders Interessierten, anders Organisierten gegenüber, diesem Antrag einfach zuzustimmen. Und das werde ich morgen tun. Daniel S. nicht mehr. Dietmar? Auch nicht mehr. Mit dem, was Lukas und Joachim gesagt haben, ist nichts hinzuzufügen. Michel? Ja, es geht ja ums UNESCO-Weltkulturerbe. Da kam ja vor kurzem eine kleine Anfrage der FDP auch zu dem Thema. Deswegen hatte ich das Vergnügen, mich da ein bisschen reinlesen zu dürfen, weil ich das verstehen wollte. Grundsätzlich kann sich, und das, damit wollte ich aufgreifen vorhin, dann könnte ja auch jeder kommen und könnte Weltkulturerbe werden wollen. Ja, kann auch, weil es gab eine Bewerbungsfrist, die ist inzwischen abgelaufen, aber es gab eine Bewerbungsfrist, wo jeder, der meinte, dass er immaterielles Kulturerbe sein möchte, Weltkulturerbe sein möchte, oder etwas, sogar Einzelpersonen konnten das, wenn sie irgendwas Besonderes konnten. Ja, die konnten sich bewerben. Es gab, ich weiß es nicht mehr genau, ich glaube 15 Bewerbungen aus ganz NRW. Man weiß, dass der Kölner Karneval zum Beispiel dabei war. Um ein Beispiel zu nennen, der ist jetzt auch nicht gerade, ich übertreibe es jetzt mal, der ist jetzt auch nicht gerade modern, den gibt es auch irgendwie seit 150 Jahren. Könnte man jetzt auch als rückständig bezeichnen, ist aber im Grunde genommen egal, weil wichtig ist, dass irgendjemand, TM, der Meinung ist, dass das, was er da pflegt, ob das eine Sprache ist, ob das irgendwelche Bräuche sind, dass das wichtig ist und dass das der Menschheit beibehalten werden sollte. Und deswegen kann man jeden Antrag, der da in dem Bereich kommt, unterstützen. Die einzigen Bauchschmerzen, die ich mit diesem Antrag der CDU tatsächlich habe, ist, dass sie jetzt einen Punkt da herausnehmen, dass es da jetzt tatsächlich ums Schützenbrauchtum geht und dass da nicht beisteht, dass auch noch, keine Ahnung, das Flunkyball-Spielen bei Wacken und gleichzeitig der Kölner Karneval, dass das auch wichtig ist. Da wird eins rausgenommen und das ist das, was mir tatsächlich ein bisschen Bauchschmerzen macht. Aber ich kann mit einer Zustimmung in dem Bereich trotzdem leben, weil das eine aufzunehmen heißt, nicht alle anderen nicht aufzunehmen. Deine Bord. Also diese Aussage von Nico mit, Sie sind nicht der Vorreiter der Evolution, gemeint war wahrscheinlich die kulturelle Evolution, finde ich noch gar nicht mal so kritisch, weil tatsächlich ist es Tradition und Brauchtum und gar nicht deren Aufgabe, Evolution Vorreiter zu sein. Das machen andere. Ja, okay, und das geht um UNESCO-Weltkulturerbe. Das ist auch relativ uninteressant, ob ich persönlich jetzt eine Beziehung zu schützen habe oder nicht, oder zu dem Brauchtum da oder zu anderen Bräuchen. Das kann gar nicht das Kriterium sein. Also wenn Sie das als ein Kulturerbe an, wenn Sie sich da beworben haben. Und ich, was Michel sagte, dass die CDU sich da eins rauspickt, Rosinenpickerei macht, weil sie sich da in dem Bereich besonders stark fühlt, ja, mag sein, aber es ist kein Argument dagegen. Und man kann vielleicht mal gucken, wer hat sich sonst noch so beworben aus Nordrhein-Westfalen bei der Gelegenheit und sehen, ob man die auch dann mit da reinbaut. Moni? Ja, aber genau das ist für mich das Problem. Da wird einer rausgenommen. Es gibt 15 Bewerbungen und der Landtag soll jetzt sagen, hey, wir finden die Stützenklasse und das geht für mich nicht. Also ne, es ist gar nicht klar, wer hat sich noch beworben, aber die CDU versucht mit diesem Antrag ganz klar, diese Schützen nach vorne zu stellen. Es hat niemand was gegen Schützen. Also die mögen machen, was sie wollen. Ich will das gar nicht bewerten, aber hier geht es tatsächlich nur darum, diese eine Gruppe von Leuten nach oben zu pushen. Und das weiß ich nicht, ob das unser Ziel hier sein sollte. Also ich würde dem nicht zustimmen, muss ich gestehen. Machen wir Erschließungsantrag. Ja, vielen Dank. Ich denke eigentlich noch die ganze Zeit über Flunkyball nach und schreibe im Kopf gerade schon einen entsprechenden Entschließungsantrag. Aber Flunkyball, wir können das gerne mal spielen hier im Landtag. Das würde vielleicht sogar durchaus Spaß machen. Nein, ich werde ganz sicher nicht verlieren, das kann ich euch jetzt schon mal sagen. Ja, wir können das gerne ausdiskutieren, aber also selbst wenn ich trinken muss, werde ich nicht verlieren. Aber schafft er die 3 Minuten noch ein bisschen? Ich schaffe die 3 Minuten zu füllen. Ich möchte ganz kurz versuchen, ernsthaft dabei zu werden. Also erstens, so ganz viel Schlimmes tut der Antrag tatsächlich nicht. Ne? Also die Beschlussfassungspunkte, die da unten drin stehen, die kann man eigentlich tatsächlich auch nach der Argumentation, die Lukas und Joachim vor allem auch vorgebracht haben, durchaus soweit unterstützen. Also ich bin jetzt weit davon entfernt, irgendwie Schützenvereine, Schützenfeste oder sonstiges irgendwie
zu unterstützen. Aber mein Gott, es gibt eben große Gruppen in Nordrhein-Westfalen, die sich dementsprechend halt betätigen. Und ich glaube, dass wir das durchaus mit einer Zustimmung zu diesem Antrag hier soweit unterstützen können. Insofern würde ich da Lukas' Empfehlungen folgen wollen. Wenngleich ich aber ernsthaft tatsächlich anregen würde, inwieweit wir da nicht noch einen Entschließungsantrag dazu hinbekommen, der auch andere Gruppen, die sich möglicherweise beworben haben, von denen ich keine Kenntnis habe, da noch mit berücksichtigen können. Ja, aber offenbar weiß ja auch irgendjemand, dass sich die Schützen darum beworben haben. Vielleicht gibt es aber auch noch Informationen zu anderen Bewerbungen. Frank. Ja, ich möchte ja auch ein bisschen den Kritikern, sage ich mal, beispringen und ganz klar dem widersprechen, was Michelle eben gesagt hat. Von wegen, dass, wenn man sich da frei bewerben konnte, dass man jeder Bewerbung irgendwie zustimmen sollte, weil wenn das jeder toll findet. Ich möchte zum Beispiel, wenn sich hier Kameradschaften oder sowas als Weltkulturerbe bewerben, dem würde ich keinesfalls zustimmen. Insofern würde ich schon genau gucken. Und es geht hier um eine Zustimmung für eine Bewerbung, das heißt um eine Unterstützung. Und ich finde das ganz klasse, wie sich Schützen halt kümmern um die Jetzt-Situation, um die aktuelle Situation mit in der Gemeinde, dass sie alle mit einbeziehen. Ganz tolle Sache, gleichgeschlechtliche Schützenpaare, auch super toll, wenn das in Neuss so ist. Wie gesagt, gut. Zu dem Punkt hier, da es um das Kulturerbe geht, glaube ich nicht, dass die CDU jetzt im Moment diese aktuellen Ausprägungen, wie sie vielleicht bei euch in Neuss sind, schützen möchte und in die UNESCO einbringen möchte, sondern vielleicht ganz andere Dinge im Kopf hat, nämlich halt die ursprüngliche, die wirklichen Wurzeln halt des Schützenfestes, wenn die als Bürger wären, früher kirchliche Veranstaltungen geschützt haben, dass sie das irgendwie bewahren wollen als die Wurzeln halt dieses Brauchtums. Und insofern werde ich mir den Antrag genau durchlesen und daran die Abstimmung festmachen. Und ich würde mich aber auch sehr über einen Entschließungsantrag freuen, der unsere besondere Position, die ja hier auch schon ein bisschen rausgekommen ist, deutlich machen würde. Das würde eine Zustimmung sehr vereinfachen. Ich glaube, Lukas, du wolltest jetzt ja noch was zu sagen. Also es gibt die Bewerbung, die 15, die im Raum standen, ist bekannt, wer die Bewerber sind, aber die Bewerbungen, die bekannt geworden sind, weil die Bewerber das selbst veröffentlicht haben, das ist einmal der Rheinische Karneval, das ist das Schützenwesen, es ist Ludwig van Beethoven und der Osterräderlauf in Lünkte, Westfalen. Wer kennt die nicht? Ne? So. Und wir können durchaus einen Entschließungsantrag machen, dass wir eben auch die drei anderen Punkte, die bekannt sind, genauso unterstützen. Von mir aus? Oder nur den Rheinischen Karneval oder entscheidet euch. Also ich bin da total frei. Ja, danke. Also Lukas, ich wollte dir damit nicht auf die Füße treten und entschuldige mich dafür, wenn ich dir dazu zu nahe getreten bin. Und ich wollte das so aufgefasst wissen wie Hans-Jörg, was die kulturelle Weiterentwicklung, gesellschaftliche Weiterentwicklung angeht, dass wir da, glaube ich, Differenzen gegebenenfalls haben. Und mein Hauptpunkt ist eben auch der von Moni, dass wir uns in Wertungswidersprüche reinbegeben. Ich möchte nicht die Verdienste des Schützentums hier gering werten. Also das liegt mir fern. Ja, das war, und die Verdienste, die du aufgezählt hast oder auch, ich weiß nicht, hier einer von den Kollegen aufgezählt hatte, die will ja gar keiner wegdiskutieren. Aber dann mach doch bitte so einen Antrag, wo das nochmal herausgestellt wird, gewürdigt wird, aber wir nicht in den Wertungswiderspruch kommen, Weltkulturerbe, das ist ja nochmal eine andere Nummer. Man kann ja, wir haben zig Anträge hier schon, wo ehrenamtliches Engagement gewürdigt wird oder sonst was, aber auch nicht direkt gesagt, und das ist jetzt Weltkulturerbe und andere vielleicht nicht. Und sich dann da zurückgesetzt fühlen und da ein Wertungswiderspruch kommt. Das möchte ich nur mal klargestellt wissen. Und deswegen, ja, Entschließungsantrag finde ich an der Stelle, glaube ich, eine gute Sache, wo unsere Position halt klar wird, aber wir uns nicht gemein machen mit einer, sage ich mal, eventuell durch Partikularinteressen geprägten Vorgehensweise einer anderen Fraktion hier.
So, ich habe jetzt noch drei Redner auf der Liste und dann kommt Dietmar mit einem Antrag auf ein Meinungsbild und damit haben wir dann vielleicht hoffentlich das Ding gelegt. Das ist jetzt Kai dran. Ja, ich möchte nochmal unbedingt das stützen, was Moni gesagt hat. Ich bewege mich hier die ganze Zeit zwischen, tut eigentlich nicht weh, da Ja zu sagen und ich finde das eine Unverschämtheit, dass die CDU da an der Stelle die Schützen hervorhebt. Also da in dem Zwiespalt bewege ich mich die ganze Zeit, einfach weil ich auch glaube, dass wenn die Politik eine solche Bewerbung unterstützt, sie das nur ganzheitlich tun kann für alle Gruppen, die irgendwie berechtigt wären, da anzutreten und aus NRW kommen, aber nicht sagen, hier, das sind die Schützen, die haben jetzt hier eine herausragende Stellung, weil die haben sie einfach nicht. Das ist einfach nicht so, dass ich das denen in der Form zubilligen würde. Und ich finde es auch schlecht, aus unserer Sicht, der CDU jetzt im Prinzip noch Stimmen dazu zu geben, dass sie sich jetzt als Vertreter der Schützen hier aufspielen können. Das finde ich auch irgendwie komisch. Olaf, dann Michelle und dann Dietmar mit dem Meinungsbild. Ja, ich titsch so ähnlich rum wie Kai. Allerdings titsch ich gar nicht mal so zwischen Ja und Nein, sondern eigentlich wirklich zwischen Enthaltung und Nein. Weil Ja kann ich wirklich eigentlich nicht sagen, weil dann würde ich dem Schützenverein etwas eine Sonderstellung geben in meiner Wertung, die ich ihm nicht geben möchte. Ich kann mich allerdings enthalten, weil, naja gut, wenn dem so ist, ich habe nichts gegen Schützenbrauchtum, aber es ist nicht so, was ich jetzt aktiv unterstützen möchte. Da gibt es sicherlich andere Sachen, die ich aktiver unterstützen würde als diese Sache. Und von daher kann ich mich enthalten. Aber dem Zustimmen finde ich wirklich eine ziemlich schwierige Sache. Vor allem, weil damit wirklich jetzt eine Sonderstellung rausgeschält wird und die CDU das sich da rauspickt, was ich so in keinster Weise aktiv unterstützen kann. Wie gesagt, ich kann sagen, ich stelle mich nicht dagegen. Aber aktiv unterstützen, nee. Michelle? Ultra schwer für mich, den letzten vier Rednern zuzuhören. Nichts gegen euch persönlich, aber wir diskutieren hier auf so einer Halbfakten, Halbwissen-Grundlage, was mir ein bisschen schwer macht. Wie gesagt, ich habe gerade das mit der kleinen Anfrage gesagt. Ich werde euch jetzt kurz darlegen, warum der Antrag von der CDU vollkommen schwachsinnig ist und wir den auch bitte in der Luft zerreißen müssen. Es werden von der Kultusministerkonferenz 32 gesamtdeutsche Anträge an die UNESCO weitergeleitet. 32 kann man sich relativ leicht ausrechnen, sind zwei pro Bundesland. Wie genau das aufgeteilt wird, wird allerdings nicht in der kleinen Anfrage gesagt. 21 Bewerber haben sich beworben, nicht 15, habe ich mich vertan. Der Veröffentlichung der Bewerbung haben die entsprechenden Bewerbervereine, Einzelpersonen erst dann zugestimmt, wenn sie in das nationale Verzeichnis aufgenommen werden, dann werden sie automatisch veröffentlicht. Bis dahin konnten sie das freiwillig tun, vier haben das getan, das hat der Lukas gerade schon gesagt. Die FDP fragt nach, wie das ganze Auswahlverfahren in NRW denn läuft. Und die Ministerin antwortet, und da möchte ich jetzt das Augenmerk drauf lenken, dass es eine unabhängige Landesjury dazu gibt, siehe Landtagsvorlage 1156, die unabhängig vom Ministerium die Entscheidung treffen wird. Wenn wir eine unabhängige Landesjury haben, dann ist es meiner Meinung nach von der CDU eine Frechheit, von der Politik zu verlangen, dass sie Einfluss nimmt. Der Antrag der CDU sagt, der Landtag fordert die Landesregierung auf, den Antrag im Auswahlverfahren zu unterstützen. Wenn es eine unabhängige Landesjury gibt, dann darf die Landesregierung verdammt nochmal dieser Jury nicht reinreden. Und damit ist dieser ganze Antrag von der CDU hinfällig. Dazu kommt noch, und das mag jetzt ein bisschen Arroganz der Macht sein, aber ich fand die Anfrage super, weil Antwort super, weil die Anfragenummer von der FDP kam, dass die fünfte Frage lautet, wie wird denn der Landtag in den Auswahlprozess eingebunden? Und die Ministerin sagt in einem Satz, ich werde den Ausschuss für Kultur und Medien über die Entscheidung informieren. Es gibt gar keine Einflussnahme durch den Landtag, es gibt keine Einflussnahme durch die Landesregierung und damit ist dieser Antrag sowas von abzulehnen und in der Luft zu zerreißen, tut mir leid. Ohne, dass es um Schützenbrauchtum geht, ohne, dass irgendeiner höher oder niedriger gestellt wird. Die Politik darf, wenn es eine unabhängige Jury gibt, da nicht reinreden. Meine Meinung. Das steht in Zeile 370. Ja, also
Genau, da ist ein Vorschlag, nämlich ein Entschließungsantrag wird vorgeschlagen und deshalb, falls, würde ich jetzt ganz kurz von Dietmar das Meinungsbild, was er haben möchte, das möchte er nicht mehr haben und dann sagt Lukas vielleicht noch final was bezüglich einem möglichen Entschließungsantrag und dann können wir nämlich dann das ja. hier beenden. Die Argumente von Michel waren gut, ich stimme dem soweit zu. Ich würde jetzt tatsächlich auch davon abrücken, halt den CDU-Antrag so zuzustimmen, sondern mit einem eigenen Entschließungsantrag eben genau darauf hinzuweisen und gleichzeitig dann auch alle Bewerber, zumindest die bekannt sind, dann halt gleichermaßen zu würdigen und zu unterstützen, bitte. Alle gleich. Da möchte ich alle uns Bekannten, also nicht. Ich möchte eine Sache. Genau das ist der Punkt, Michel. Ich würde auch sagen, alle unterstützen. Allerdings diesen Lüttger-Osterfeuerballenlauf kenne ich nicht an der Stelle. Deshalb habe ich mir gerade die Webseite dieses Vereins angeschaut, der das da unternimmt. Unter Fotos dann ein Bild zu bringen, wo diese Feuerballen da diesen Berg runterrollen, finde ich total toll. Das brennende Hakenkreuz daneben finde ich scheiße. Ja. Also dieser Brauch ist anscheinend mehrere hundert Jahre alt und damit kann man auch sicher Werbung betreiben. Damit auf der eigenen Webseite Werbung zu betreiben, dass das anscheinend auch zwischen 33 und 45 gut von rechts draußen genutzt worden ist, halte ich an der Stelle dann für nicht mehr unterstützenswert. So, und ich glaube. So, ich glaube, Lukas hat verstanden. Mit ich glaube, Lukas hat verstanden und wird einen entsprechend weisen Entschließungsantrag vorbereiten. Und wir machen jetzt Pause bis 5 vor Feierabend. Gut, da es wichtig ist, dass wir die Abstimmungsempfehlungen noch durchgehen, machen wir jetzt zunächst den Tagesordnungspunkt Plenum weiter und danach den nicht öffentlichen Teil. Wir waren jetzt bei Punkt 8. Redner Dietmar, Abstimmungsempfehlung, Zustimmung zur Überweisung. Punkt 9, kluge Zukunftsinvestitionen tätigen, Stärkung der frühkindlichen Bildung und Ganztag, Schulausbau statt Betreuungsgeld. Unser Redner Daniel, Abstimmungsempfehlung, Zustimmung. Punkt 10. Vermeidung von Greenwashing bei der Umstellung der Stromversorgung. Unser Antrag, Redner ist Kai, Zustimmung zur Überweisung. 11, Gesetz zur Änderung des Hinterlegungsgesetzes NRW. Antrag der CDU, Redner Dietmar, Zustimmung zur Überweisung. 12, der Bund darf sich nicht auf Kosten der Kommunen bereichern. Antrag der FDP, es redet der Toso, Zustimmung zur Überweisung. 13. Landesregierung soll unbezahlbare Pläne für den Radschnellwegebau beenden und nicht länger falsche Hoffnungen wecken. Antrag der CDU, Redner Oliver, Abstimmungsempfehlung, Ablehnung. Der ist auch nicht da, okay. Und was ist das jetzt hier? Vorlage und Stellungnahme der Landesregierung, Beschlussempfehlung des Innenausschusses, Redner Frank, Abstimmungsempfehlung. Ja. Entschuldigung, kann das jemand? 14, 21. Datenschutz, jetzt verstehe ich das, okay. Genau. Kann das mit der Abstimmungsempfehlung bitte jemand weglöschen? Ich habe gerade kein Schreibrecht, weil das ist die Kenntnisnahme des Berichts. Da gibt's aber du redest da, oder wie? Ja, ich rede da, ja, klar. Okay. Das wird zur Kenntnis genommen, ja. Also es wird nicht abgestimmt, sondern zur Kenntnis genommen. Gut, danke. Nein. Ich gucke mir den gerade mal an. Frank überprüft das jetzt und derzeit machen wir weiter mit der Tagesordnung, damit wir fertig werden. Wir kommen zum Freitag. Erstens, Aktuelle Stunde, solide Haushaltskonsolidierung statt Steuererhöhung. Das ist ein Antrag der FDP. Redner Dietmar Michel wieder. Ja, gut. Zweitens,
Rente generationsgerecht und zukunftsfest machen. Antrag der FDP, Redner Olaf. Abstimmungsempfehlung, Ablehnung, es sei denn, wir fordern die private Rentenvorsorge. Also Ablehnung. Ich persönlich sage Ablehnung. Mir ist allerdings ganz klar, dass die Sache wirklich bei uns in keinster Weise ausdiskutiert ist. Das wäre jetzt so ähnlich wie Pro-Schuldenbremse, Kontra-Schuldenbremse. Ich für mich habe da eine persönliche Meinung. Ich würde aber jedem empfehlen, sich den Antrag durchzulesen und sich eine eigene Meinung zu bilden, weil es ist manchmal eben gerade bei diesen Themen, wo wir überhaupt noch keinen Konsens haben, ziemlich schwierig, wirklich eine Empfehlung abzugeben, außer seine persönliche. Wir können ja mal hören, was Katharina heute Abend sagt. Ja. Das weiß Olaf schon. Scheiße. Also Abstimmungsempfehlung ist Ablehnung. Wenn ihr Zweifel habt, lest euch das Ding selbst durch und macht, was ihr wollt. Genau. Drittens, Nutzung eines Recyclingquoten-Benchmarkings zur Steigerung von Recyclingaktivitäten in den Kommunen Nordrhein-Westfalens. Antrag der CDU, Redner ist Hans Jörg, Zustimmung zur Überweisung. Viertens, EU-Richtlinie über die Vorratsdatenspeicherung verstößt gegen EU-Grundrechtscharta und darf nicht umgesetzt werden. Unser Antrag, es redet Daniel, Fragezeichen. Fragezeichen, weil ich mit Nico das klären wollte, ob das für ihn okay ist. Und mit Fragen. Also weil das ja Themen sind, die überschneiden sich sowohl mit Ihnen als auch mit Ihnen. Ich sehe Nicken, dann ist das deiner. Fünftens, Karenzzeit für ausgeschiedene Regierungsmitglieder in Anlehnung an EU-Recht einführen. Unser Antrag, wer redet? Michel. Ja, du darfst bitte. Ja, ich bin gerade von einem Referenten darauf hingewiesen worden, dass es eventuell Probleme mit dem Antrag geben könnte, was das EU-Recht angeht. Zeitgleich wurde mir empfohlen, den Antrag nicht zu stellen, weil ich damit anderen die Themen wegnehmen würde. Und da wir uns ja nun sehr auf Snowden und so konzentrieren würden, wäre das total blöd, so einen Antrag zu stellen, weil Karenzzeiten ja auch ein sehr wichtiges Thema ist. Ich möchte gerne von euch ein Meinungsbild einholen, ob ihr der Meinung seid, dass wir das Thema zurückziehen sollen, damit wir in einem anderen Plenum damit großen Aufschlag machen können, oder ob wir das weiterhin so machen, das wäre bewertend. Oder ob wir es so machen, dass ich den Antrag drin lasse und dass wir den Antrag jetzt stellen, damit unseren ersten Aufschlag zum Thema Karenzzeit machen. Es wäre total nett, wenn du das Meinungsbild so stellst, dass man nicht eine Entweder-Oder-Frage von dir haben. Ja, dann mach zwei. Also du möchtest eine Ja-Nein-Frage? Soll ich den Antrag zurückziehen, um damit unseren anderen Anträgen mehr Öffentlichkeit zu bieten? Das ist die Frage. Das Du hast gerade angedeutet, du würdest irgendwie, weiß ich nicht, also du wärst darauf angesprochen worden, wegen Themen wegnehmen, hast du nicht gesehen, da hätte ich gerne ein paar mehr Informationen so es dir denn möglich ist, diese Informationen zu geben. Also zu dem EU-Recht, das kann man heilen, der erste Punkt, den ich gesagt habe. Der zweite Punkt ist einfach, dass mir gesagt wurde, es gäbe in diesem Plenum einen starken Fokus auf Snowden, es gäbe einen starken Fokus auf also das wären unsere Anträge, das würde sehr stark im Mittelpunkt stehen. Und wenn ich jetzt so einen Antrag stellen würde, würde ich damit den Fokus wegnehmen und mit diesem Antrag wahrscheinlich ich käme öffentlich nicht vor und würde gleichzeitig aber Aufmerksamkeit von unseren wichtigeren Themen wegnehmen, sozusagen. Weil das ein wichtiges Thema wäre und weil es eben verdient hätte, so ein Alleinstellungsmerkmal zu haben. Nico? Ich hab da halt auch Verständnisprobleme. Ein bisschen erinnert mich das an eine Situation aus November, wo irgendwie, ich empfinde das jetzt so aus deinen Schilderungen, dass jetzt da scheinbar Druck auf dich einwirkt. Du kannst das jetzt dementieren oder so, aber so wirkt es mich jetzt gerade auf mich aus deinen Schilderungen. Also von mir kommt das nicht nur zur Klarstellung, mit dir kein Missverständnis. Auftaucht. Ja, ich weiß nicht, wer gesagt hat, dass das hier im Plenum nicht passt. Vor dem Hintergrund auch, dass wir ja eine Beschlusslage haben und du jetzt gerade gesagt hast, dass du in
die Frage stellst, ob du den Antrag zurücknimmst. Wir sind jetzt wieder an dem Punkt, wo Einzelne über einen Antrag entscheiden sollen, wo eigentlich die Beschlusslage der Fraktion vorliegt. Und insofern kann auch an der Stelle, da kann ich den Druck von dir nehmen, nur die Fraktion entscheiden. Also das musst du gar nicht alleine. Okay, das war nur zur Verfahrensfrage sozusagen, ja, das nochmal klarstellen. Lukas? Der Schwerpunkt auf Snowden-Überwachung und so ist am Donnerstag. Wenn wir in den Medien vorkommen, dann werden wir freitags in Zeitungen stehen. Dieser Punkt ist Freitag auf der Tagesordnung. Insofern sehe ich da keinen Widerspruch. Dietmar? Ähnlich wie Lukas. Folgendes, wenn ich das richtig beobachte nach der Tagesordnung, ist dieser Freitag, dieser Plenarfreitag, unser Freitag. Um es mal so zusammenzufassen. Wir haben 1, 2, 3 Anträge, ne? Ist das richtig? 1, 2, 3 Anträge. Nee, langsam, da hört keiner mehr zu. Gleichzeitig wird aber davon gesprochen, naja, finden wir in Medien nicht statt. Also entweder hört jemand zu oder es hört keiner zu. Hört jemand zu, finden wir statt und hört keiner zu, finden wir nicht statt. Das heißt mit anderen Worten, wenn wir unsere, ich sag mal, weit gefächerte politische Möglichkeit nutzen wollen, dann nutzen wir die hier. Wir haben 3 verschiedene Themen drin hier, die meines Erachtens gut sind. Und 4. Thema haben wir auch noch drin, das ist nämlich die Frage der Rentengerechtigkeit. Und 5. Thema haben wir auch noch drin, da können wir auch gut reüssieren. Und das ist die aktuelle Stunde. Das heißt, wir können also meines Erachtens den Freitag zu einem sehr breit gefächerten Spektrum für unsere Fraktion machen. Und deswegen fände ich das auch in Zusammenhang mit EU. Denn Frage Vorratsdatenspeicherung und EU-Grundrechtscharta und die Frage Karenzzeit, EU, passt irgendwo auch wiederum zusammen. Also ich wäre dafür, dass wir das schön so lassen. Daniel? Ich finde es gut, dass Michel diese offenbar geäußerten Besorgnisse doch aufnimmt, denn oftmals oder manchmal ist das ja tatsächlich der Anlass, um zu überlegen, Moment, könnte das so sein? Aber in dem Fall würde ich sagen, nö, es ist auf jeden Fall für uns ein wichtiges Thema, es ist der richtige Zeitpunkt, also go. Und diese Sache mit der EU, wenn du sagst, das kann man heilen, dann sollte man das halt frühzeitig andeuten, dass man sagt, ja, das ist uns bewusst und die entsprechende Lösung liegt auch schon in der Schublade, um dem halt das vorwegzunehmen. So, möchtest du jetzt das Meinungsbild? Ich ziehe das Meinungsbild dann zurück. Danke. Dankeschön. Also dann haben wir nur noch. Dann haben wir noch halt die. Dann haben wir noch Punkt 6, Nordrhein-Westfalens öffentlicher Raum. Haben wir schon eine flächendeckende Videoüberwachung? Eine große Anfrage der Piraten. Redner ist Frank. Du möchtest auch noch was dazu sagen? Nee, du hast einfach nur den Arm hoch. Gut. Ja, das machen wir jetzt. Das heißt, wir gehen zurück zu Punkt 14 vom Donnerstag und der Frank klärt da was. Genau, ich kann es trotzdem nicht lassen, zum Freitag noch was zu sagen, weil ich trete mit der Videoüberwachung natürlich auch gerne in Wettbewerb mit der Karenzzeit. Und ich finde es super, wenn wir da viele verschiedene Themen haben, weil schließlich haben wir mehr zu bieten. Und zum was mich eben irritiert hat, wir haben eine Beschlussempfehlung des Innenausschusses, dass der Innenausschuss den Bericht zur Kenntnis genommen hat. Wie ich eben sagte, es geht um die Kenntnisnahme. Das heißt, wir stimmen dann im Plenum der Beschlussempfehlung also zu, dass der Innenausschuss Kenntnis genommen hat. Wenn es zur Abstimmung tatsächlich aufgerufen wird. Wäre das okay. Ja. Das heißt, ich denke, Björn braucht auch noch die Top Nummer 6 Entschließungs- und Änderungsanträge, oder? Nicht, brauchst du nicht. Prima, dann vielen Dank an Jaroslav und Björn und wir kommen dann zum nicht öffentlichen Teil. Björn braucht die nicht, machen wir danach. Sagte er gerade. Ach so. Andrea? Ja. Da muss er wieder. Bitte öffentlich, genau. Ich schieb mich mal kurz dazwischen, tut mir leid. Ich glaube, ich auch gar nicht viel Zeit. Ich wollte noch mal erinnern an den Girls' Day.
der hier im Landtag stattfinden wird, und zwar am Montag, den 24. März. Liebe Leute im Stream, ihr könnt natürlich auch sehr gerne teilnehmen, sofern ihr weiblich seid und noch zur Schule geht. wird es um 10 Uhr einen Einlass geben im Landtag und dann eine Eröffnung im Plenarsaal, wo es auch eine Rede gibt. Und es wird sehr viele Stände geben, wo Mädchen sich über naturwissenschaftliche und technische Berufe informieren können, halt so mal out of the box, vielleicht Berufe, die Mädels sonst eher nicht so spannend finden. Und ich brauche von euch allen jetzt Leute dafür, genau wie letztes Jahr. Da haben wir das ja auch so gemacht, dass eure persönlichen Mitarbeiter da mal Initiative ergriffen haben und nach Menschen gesucht haben, die da teilnehmen. Wir haben das Kontingent, Moment, jetzt muss ich nochmal das nichts Falsches sagen, genau, 75 Mädels hier einzuladen. 14 bis. Genau, 14 bis 18 war das, glaube ich. Also jedenfalls im schulpflichtigen Alter und in dem Alter, wo so eine Berufsorientierungsphase stattfindet. Hier steht auch Jahrgangsstufen 7 bis 13. Das ist vielleicht auch so eine Orientierung. Ja, also es wäre schön, wenn ihr das auf dem Schirm haltet und das auch an eure Mitarbeiter weitergebt. Ich schicke nochmal dieses kleine Werbeblatt rum, das kann man überall aushängen, das kann man per Mail schicken. Da stehen die Infos gesammelt drauf. Da steht auch drauf, dass es eine Kostenerstattung gibt. Und es wäre schön, wenn ich bald 75 Mädels auf meiner Liste stehen habe, die dann für uns beim Girls Day auftauchen. Ja, danke schön. Jahrgangsstufe 7 bis 13. So, so von mir gibt es schon ein paar Anmeldungen. Gibt es sonst noch Fragen dazu? Prima, danke schön. So, wir sind wieder öffentlich. Hallo, wir kommen zu Tagesordnungspunkt 6, Entschließungs- und Änderungsanträge. Der erste ist von nicht da. Okay, dann der zweite ist von Frank, Beschlussfassung, Entschließungsantrag zum FDP-Antrag, Fußball vor Gewalt schützen, Straftäter endlich wirksam ausschließen. Bitte, Frank. Ja, den habe ich rumgeschickt und sorry, Michelle, ist tatsächlich viel Text. Da steht aber auch viel drin, also Zusammenfassung steht allerdings auch wieder in der Überschrift, nämlich Fußballfans, Stadionbesucher vor Pauschalvorurteilungen schützen, Ursachen für Gewalt suchen, Prävention fördern, Fanprojekte ernst nehmen. Die FDP hat ihren Antrag in 4 Ausschüsse geschickt. Das finde ich ganz klasse. Ich freue mich schon darauf, dass dieser Antrag hoffentlich diesem FDP-Antrag auch in diese 4 Ausschüsse folgt und dann immer schön parallel beraten wird. Und vielleicht möchte die FDP ja nochmal eine Expertenanhörung beantragen, wie sie es mit ihrem letzten Antrag schon gemacht hat. Da ist auch schon so schön reingefallen. Und wenn das diesmal nochmal passiert, wäre das ganz klasse. Und ich würde mich über eine Zustimmung freuen. Wer möchte zustimmen? Nein, Daniel? Nee, ich wollte nur sagen, weil die Kritik ja kam von wegen langer Entschließungsantrag und so weiter und so fort. Daniel hatte das auch gesagt. Also ich fühle mich da irgendwie mitverantwortlich für den Antrag, habe den auch mit unterschrieben. Der Antrag ist toll, entspricht allen Forderungen, die wir in der Piratenpartei halt auch entsprechend bislang vertreten, die wir bislang hier im Landtag vertreten. Der ist konsequent, ist auch wichtig, dass wir an der Stelle den Entschließungsantrag einreichen. Also insofern bitte zustimmen. Michelle? Ja, ich mache schnell. Ich habe es inzwischen auch geschafft, ihn zu lesen. Er ist toll. Ich stimme ihm auch zu. Ich habe ja auch geschrieben, ich mache das mit dem Vertrauen. Ich wollte gar nicht was dagegen sagen, dass man mal so Anträge macht. Ich hatte letztens leider nur schon mal die Diskussion über einen Entschließungsantrag. Ich finde es ein bisschen befremdlich, wenn über 2 DIN A4 Seiten einfach der Sachverhalt erklärt wird, weil der Entschließungsantrag sollte eigentlich eine Entschließung darstellen. Und ich finde es immer komisch, wenn da vor so ein Roman steht. Das kann man machen. Ich wollte einfach nur mein Befremden darüber ausdrücken. Nichtsdestotrotz ist er gut und alles tutti.
Wer möchte, dass wir den Entschließungsantrag so stellen? Handzeichen. Wer ist dagegen? Wer enthält sich? Okay, Frank ist gebongt. Dann kommen wir als zweites zu dem Antrag, Änderungsantrag von Daniel zu die Demokratieverteidigung im digitalen Zeitalter. Den hatten wir schon beschlossen, sagst du, oder? Daniel? Also, okay, dann ist das Ding ja schon. Rettmein. Du hast vollkommen recht, ist in Rettmein abgestimmt worden. Den Änderungsantrag müssen wir formell noch abstimmen. Weil wir gerade darüber gesprochen haben, stimmen alle ab. Wir stimmen den einmal. Also so wurde mir das Antrag-Ad geschickt. Dann müssen wir den formell noch abstimmen. Wer ist dafür, dass wir den so stellen? Wer ist dagegen? Wer enthält sich? Frank enthält sich, gut. Dann haben wir noch den Entschließungsantrag aus dem Bereich Sport von Daniel. Lukas. Sorry, ich bin jetzt gerade woanders gewesen. Sport. Entschließungsantrag aus dem Bereich Sport. Inklusionantrag, Sport, genau. Ja, unser Antrag ist weitreichender und genauer. Und toller. Und toller. Und der Kern der Sache ist, sie wollen halt sogenannte herausragende Sportstätteninklusion gerecht machen. Das heißt so das Westfalenstadion und so weiter. Das sind nämlich herausragende Sportstätten. Die ganzen Sportanlagen in den Kommunen und so weiter bleiben davon unberührt. Das geht uns nicht weit genug. Wir sagen, wenn Inklusion, dann wirklich umfassend. Da müssen Konzepte her, da muss viel Geld reingepumpt werden. Aber das wäre Inklusion, wie sie eigentlich Rot-Grün fordert, aber im Endeffekt dann nicht macht. Das, was Rot-Grün macht, ist da Inklusionssymbolpolitik und deswegen ist unser Entschließungsantrag wesentlich weitreichender und genauer. Okay, keine Fragen. Wer ist dafür, dass wir den Entschließungsantrag so stellen? Wer ist dagegen? Wer enthält sich? Gut, dann ist der Entschließungsantrag so durch. Moni. Ja, ich kann mich erinnern, dass wir im Mumble auch noch kurz über den Entschließungsantrag zu dem Kirchengeld gesprochen haben und wir hatten verabredet an diesem Montagabend, dass wir informiert werden nach der Ausschusssitzung am Donnerstag. Ich habe bislang keine Informationen über eine weitere Entwicklung, weil es ja darum ging, halt, wir haben sie am Haken, was passiert denn jetzt alles, und ich hätte gerne gewusst, was da in der Ausschusssitzung gewesen ist und ob es jetzt da irgendwelche neuere Entwicklungen gibt. Das passt ja zum Tagesordnungspunkt Entschließungsanträge, deshalb eben würde ich euch bitten, dass ihr dazu mal was sagt. Zum Entschließungsantrag? Nix, nee. Das. Ja, wir hatten das im Moment so verabredet, dass ihr nach der Ausschusssitzung auch das Mikro umgeht. Ihr hattet in der Mammelsitzung, haben wir das nicht weiter diskutiert mit der Begründung, es gibt noch eine Ausschusssitzung, lass uns die abwarten und dann informiert ihr die Fraktion über die weitere Entwicklung, was zu tun ist und ob es weitere Entschließungsanträge, was auch immer, geben sollte. Das war die Verabredung aus der Mammelsitzung. Ah ja, gut, gut. Also in der Ausschusssitzung, zu der wir einen Tagesordnungspunkt ja beantragt hatten, nämlich darüber, dass die Landesregierung uns aufklären möge über die Rechtsgründe bezüglich der Vermögenszuordnung und Umordnung, wie es in dem Gesetzentwurf vorgesehen ist, weil, das musste so gemacht werden, weil wir das Gesetz ja nicht mehr im Ausschuss beraten durften, so hat der Landtag ja entschieden und da wurde auch akribisch darauf geachtet, dass das nicht passiert, sogar auch in der Ausschusssitzung selber, selbst wenn man den Gesetzentwurf nur benannt hat, wurde schon ermahnt, halt, wir beraten aber hier nicht den Gesetzentwurf, Achtung, Achtung, es ging also tatsächlich nur um die Frage der Rechtsgründe. Und die Frage der Rechtsgründe hat die Landesregierung in Anlehnung an eine Argumentation von Dr. Oppendrenk, nämlich dass der Rechtsgrund quasi die Vereinbarung vom 13.12.2013 sei, bejaht. Das heißt mit anderen Worten, es wurde damit bejaht, dass einziger Rechtsgrund, um den es hier geht, warum hier die Zuordnung stattfindet, die Vereinbarung vom 13.12.2013 ist. Und damit steht für uns fest, es gab nie einen Rechtsgrund dafür. Es wurde auch nie ein Rechtsgrund geltend gemacht seitens der Kirche. Und der hat auch nie bestanden, genauso wie man jetzt eindeutig und unumstößlich sagen kann, eigentumsrechtliche Interessen in irgendeiner Form seitens der Kirche haben nun mal nie bestanden, auch nicht vermutungsweise, sondern das Ding ist einfach so verfassungswidrig, wie es einfach nur im Buche steht. Das Problem ist nur, wir werden keine Leute finden oder werden nicht genügend Leute zu 25% finden, die gegen dieses Gesetz klagen werden. Das ist der Punkt.
Denn wir und FDP reichen nicht und die CDU wird nach wie vor daran festhalten, sich entweder zu enthalten in dem weiteren Verfahren oder aber dem sogar zuzustimmen, was wir nicht wissen können. Das heißt, bei uns bleibt es dabei, Entschließungsantrag, dazu sagt Michel da noch was. In der Zwischenzeit haben wir noch Informationen aus, kann man das sagen? Ja. Ja, haben wir noch Informationen aus Münster. Die Universität, Wilhelms-Universität in Münster, ist ja eine sogenannte Destinatärin der Schul- und Studienfonds und über die Jahrzehnte ihres Bestehens immer eine wesentliche Begünstigte gewesen aus den Schul- und Studienfonds. Wir haben am Freitag ein Gespräch mit der Rektorin geführt und haben dort weitere teils auch aus den Vorverhandlungen und auch der Beteiligung der Universität Münster resultierende Informationen bekommen, die teilweise eben auch nicht auf Whistleblower-Situationen beruhen. Deswegen können wir sie hier nicht erwähnen und also nicht öffentlich, wir sind ja hier öffentlich. Und von daher haben wir aber auch da keine weitere Erkenntnis. Wir haben insbesondere die Situation besprochen, ob und inwieweit wir hier rechtlich auch gegenüber einer Beschlussfassung im Parlament vorgehen können. Das ist noch nicht abgeschlossen, muss man ganz klar sagen. Moni. Ja, des Weiteren war es ja so, dass wir das verzögert haben mit der Begründung, dass dann das Geld dieses Jahr nicht mehr ausgezahlt wäre, nicht dieses Jahr nichts mehr passieren könnte, weil der Termin 31.12. abgelaufen ist. Ist das jetzt tatsächlich so? Das heißt, es ist klar, dass das jetzt dieses Jahr überhaupt gar nichts mehr passieren wird. Also es ist nicht so, dass die jetzt den Vertrag rückdatieren und das alles so ist, wie es bleibt. Das hätte ich gerne auch noch gewusst. Ich mache mal. Also, es ist tatsächlich so, es ist in 2013 nicht zum Haushaltsvollzug in dem Bereich gekommen, sondern der Finanzminister hat gesagt, och, ich habe so viel Rücklagen und ich habe so viel Steuermehreinnahmen, dass ich das, was ich eigentlich damit bezahlen wollte, aus anderen Mitteln bezahlen kann. Und es wird tatsächlich erst in 2014 jetzt in den Haushalt kommen. Also ist es jetzt im 2014er Haushalt, nicht im 2013er. Darum ging es ja. Es war im Haushalt 2013, da sollten Sachen von bezahlt werden, das war fest eingeplant. Für letztes Jahr noch. Dadurch, dass wir das jetzt verschoben haben, 2014 muss das jetzt aus anderen Mitteln bezahlt werden, was auch immer da verplant war. Und das wird jetzt in 2014 erneut im Haushalt stehen und wird da entsprechend verplant. Für das zu der Frage. Für 2014. Das war für 2013 schon geplant, obwohl es nicht beschlossen war. Deswegen hat ja auch, dass wir es jetzt in 2014 erst behandeln, dazu geführt, dass sie das in 2013 im Haushalt nicht mehr verwenden konnten. Ja, im 2014 steht es bis jetzt nicht drin. Also das müssen Sie auch noch reinschreiben, wenn es dann beschlossen wird, morgen, übermorgen. Ich habe eine Verständnisfrage dazu. Ja, mach den Satz erst ruhig zu Ende. Okay, nee, ich wollte jetzt was zu dem Entschließungsantrag sagen. Frag ruhig. Dietmar hat gerade gesagt, wir brauchen 25% für eine verfassungsrechtliche Klage. Das kann doch jeder gegen sowas klagen. Nur einen Kontrollantrag aus dem Landtag heraus. Also wir können nicht irgendwie gerichtlich, rechtlich dagegen vorgehen, dass das rechtswidrig ist, dass die Kirchen Geld kriegen? Also wir sind die... Du weißt es doch, Michel, nicht als Fraktion. Jeder Einzelne schon. Dazu müsstest du aber betroffen sein. Und jetzt weiß mal die Betroffenheit nach. Das ist das Problem. Ich bin sehr betroffen. Ja, es... Genau, also sagen wir, es ist kompliziert. Wir werden darüber auch nicht, wir haben jetzt auch nicht aufgehört, darüber zu reden, wir werden darüber weiter diskutieren, wenn das Ding dann morgen beschlossen wird. Lass mich zwei Sätze noch zu Dietmar sagen und dann sage ich das zum Entschließungsantrag, weil ich habe das Gefühl, dass du das etwas kompliziert ausgedrückt hast mit deiner Rechtssprache. Im Grunde genommen haben die gesagt, es gibt überhaupt gar keinen Grund, das Geld der Kirche zu geben. Der Grund, dass wir das Geld der Kirche geben, ist, dass wir das dahin geschrieben haben. Genau. Das ist das, was die gesagt haben. Und sie haben, und das noch zur Info, der Finanzminister hat auf unsere Frage sozusagen geantwortet, es befindet sich zwar im Eigentum des Staates das Vermögen, aber aufgrund der ursprünglichen Qualifizierung als Kirchengut war es mal für kirchliche Zwecke bestimmt. Und deswegen können wir keine rechtssichere Lösung schaffen, ohne dass wir diese Vereinbarung treffen. Also die sagen quasi, wir haben genau das, was wir gesagt haben, steht etwas verklausuliert in der Antwort vom Finanzminister. Wir haben Angst, dass sie uns verklagen und deswegen geben wir denen einfach 40%.
So, zum Entschließungsantrag. Es hat sich auch nach den Gesprächen, die wir geführt haben, nichts an dem Entschließungsantrag, so wie wir ihn auch schon abgestimmt hatten, geändert. Wir übernehmen den einfach genauso, wie er war. Wir wollen, dass das Geld in eine Stiftung des Landes fließt, aus der dann Bildungsausgaben im Land bedient werden. Wir sehen keine andere Möglichkeit, auf Landesebene ohne irgendwie regional einzugreifen, das Geld vernünftig zu benutzen. Wir werden es nicht durchkriegen, ist schon klar, aber wir wollen diesen Entschließungsantrag entsprechend machen. Da hat sich nichts dran geändert. Gut, keine weiteren Wortmeldungen mehr, dann schließe ich den Tagesordnungspunkt und die Fraktionssitzung. Vielen Dank.